Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 436. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die wunderbare Patricia. Hallo. Und die einzigartige Frau Alex. Mosche. Und der Rest ist abwesend. Das ist das Problem in diesen Länderspielwochen, da ist Terminlage immer so ein bisschen schwierig, weil wir nehmen ja heute am Mittwoch auf und nicht am Dienstag, weil die Eintracht hat gestern am Dienstag gespielt, deswegen mussten wir einen Tag später, und wenn ihr zwischendrin irgendwas wegen Mist oder Juhu hört, dann liegt es dran, dass entweder Dortmund oder Union ein Tor geschossen haben, je nachdem, wie das so im weiteren Verlauf passieren könnte. Wir hoffen natürlich. Wenn wir mitten am Spieltag aufnehmen, ja. Ne? Das ist ja, ich fühle mich, als hätten wir Samstag 15:30. Nee, ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Bier getrunken gerade. Bevor wir hier über die Eintracht und über aktuelle Geschehnisse reden, natürlich ein bisschen Housekeeping an dieser Stelle. Letzte Woche habe ich so ein bisschen angeteasert nach dem Motto, dass wir euch nicht loben, weil ihr uns nicht mit Support versorgt habt. Und das haben sich der Jan, der Johannes, der Sven, der Timo, der Magnus, der Thorsten, der Steffen, der Pietro, der Thomas und heute noch der Joachim zu Herzen genommen und haben alle einen Obolus in unseren kleinen virtuell dargestellten Hut geworfen. Vor allen Dingen der Joachim kam heute mit einem sehr großzügigen Support-Batzen um die Ecke. Von daher vielen, vielen Dank stellvertretend an euch. Ja, großartig. Ihr tragt dazu bei, dass dieses wunderbare Projekt jetzt seit 11 Jahren hier besteht und demnach auch noch weiter bestehen kann. Und mal gucken, wie wir das nächstes Jahr dann machen, weil dann ist ja vielleicht Dienstag aufnehmen auch gar nicht mehr drin, wenn dann irgendwie Spiele laufen, you know? Ja, damit sind wir eigentlich auch schon voll beim Thema. Wir gucken jetzt erstmal auf Augsburg, bevor wir auf Gladbach gucken. Die Eintracht hat gestern gespielt gegen Augsburg und musste da so ein bisschen sich wieder am Riemen reißen nach der Leistung vom Wochenende. Und ich muss sagen, das hat so in den ersten 30 Minuten, fand ich, nicht so gut funktioniert. Also Augsburg hatte da so ein bisschen zu viele Chancen und wir waren da so ein bisschen zu schluderig. Und das, obwohl ja eigentlich wieder gewisse Akteure zurück auf dem Feld waren. Also Hinteregger durfte wieder ran in der Mitte und war fit. Und Chandler durfte ausnahmsweise mal auf rechts ran, was wahrscheinlich auch so ein bisschen, zumindest nach meiner Idee, auch für die Stimmung sorgen sollte und vielleicht auch für so ein bisschen andere Spieldynamik auf der rechten Seite. Aber ich fand, gerade in den ersten Minuten ist uns das nicht so wirklich geglückt. Oder war ich da zu kritisch, Frau Alex? Ich bin da gar nicht so, wie soll ich denn sagen, kritisch in der Defensive, weil ich bei keinem Spiel mein Tipp irgendwo darauf rausläuft, dass wir zu null spielen. Also wir fangen uns immer was, wir haben immer irgendeinen Patzer drin, wir stehen mit Ndicka gerade auf der linken Seite teilweise so unfassbar hoch, das ist halt schon echt riskant. So, und dann kommt Augsburg daher, stellt sich hinten rein und wartet auf einen Konter, dass es da immer mal wieder scheppern kann, ist eigentlich immer eine Frage der Zeit. Was mir so ein bisschen missfallen hat und was mir das ganze Spiel über Sorge gemacht hat, und das ist halt auch so ein bisschen was nach dem Gladbach-Spiel nicht wirklich besser geworden ist, nur der Gegner vielleicht auch schlechter, ist, dass wir in der Offensive nicht mehr so die klaren Torchancen rausspielen. Also die klaren Ballstaffetten, wo wir uns nach vorne mal schnell mit einem Passspiel durchkombinieren, das hast du seltener, das klappt seltener. Und dann funktioniert's irgendwie gerade nicht durch die Mitte und über die Flügel geht's auch nicht mehr so. Also mir haben so ein bisschen die klaren Torchancen gefehlt. Dass es hinten nie sauber ist, ja, ist mittlerweile so eine Tatsache, an die ich mich fast gewöhnt habe. Das war ja halt auch wieder so ein Thema, wie du schon sagst, so in der Mitte war halt wenig, dadurch, dass wir, da, fand ich, weil da halt einfach zu wenig, nee, wie sage ich das richtig rum, da war zu viel Raum für zu wenig Spieler. Dadurch, dass dann Kamada immer so ein bisschen nach rechts rausgedriftet ist, war halt in der Mitte so eine große Lücke, wo du keinen Druck aufgebaut hast. Dadurch lief halt dann viel wieder über Kostic, den sie halt konsequent mit 2 oder 3 Mann zugestellt haben. Und dann war das halt so ein bisschen, da hat uns die Alternative gefehlt an der Stelle. Da wäre vielleicht die Variante mit 2 Zehnern druckvoller gewesen, weil du dann mit Yunus jemanden von Anfang an in der Mitte gehabt hättest, der dann noch so ein bisschen gewuselt hätte. Aber gut, wir haben uns ja ein Spiel dann zurückgekämpft, nachdem dann ein bisschen mehr Energie auf dem Platz war, die Hinti dann auch gleichzeitig in diese Supergrätsche in der paar 30. Minute an der Außenlinie da verwandelt hat. Danach ging es ein bisschen
besser tatsächlich. Mich hat die Bewertung total überrascht. Sky war ja sofort dabei, dass es eigentlich rot sein müsste. Nicht nur Sky, die komplette Augsburger Bank war der gleichen Meinung. Ja gut, dass die der Meinung sind, ist ja auch klar. Und die hatten dann mit der Begründung genommen, ja, der zieht das Bein ja hoch. Also der ist mit hohem Bein reingegangen, weil er den Ball glaubte, in der Höhe zu treffen. Ne? Also ich konnte da gar nicht so, klar, das ist eine klare gelbe Karte und der ist einfach viel zu spät. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Aber dass alle mit so einer, also auch heute so in der Nachbetrachtung, ne? Also ich weiß nicht, ob ich da die totale Eintracht-Brille drauf habe, auch Colinas Erben bei Sky in der Nachbetrachtung, ne? Also sind sich eigentlich alle einig, dass eine rote Karte angebracht gewesen wäre. Ja, ich finde, es war schon dunkelgelb. Also muss man zugeben, jetzt so, nachdem es sich gelegt hat, mir ist gestern auch das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht, weil ich mir dachte, dass, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es gut für uns ausgeht, sage ich mal so. Ich glaube, es war einfach das Ding, dass er das Bein, obwohl er den Ball nicht mehr bekommen hat, dann noch gefühlt so ein bisschen hochgerissen hat. Und das dann halt so aussieht, als würdest du noch einfach dem Gegner einen mitgeben. So, weil du an den Ball nicht mehr kamst, dann reißt du das Bein hoch und rotzt ihn halt noch mit um. Rot wäre für mich tatsächlich auch sehr hart gewesen, aber ich glaube, hätte man auch geben können. Das ist halt irgendwie Auslegungssache, wie streng du das dann letztendlich siehst. Ich finde es schon sehr, sehr glücklich, dass er letztendlich noch auf dem Feld war, aber bin natürlich auch froh. Also nicht nur, weil er danach noch das Tor gemacht hat, aber generell, also wäre uns Hinteregger dann auch weggefallen. Der hätte ja dann auch gegen Leverkusen gefehlt. Ne? Eben. Also es wäre ja nicht nur für das Spiel bitter gewesen, dann wäre das Tor nicht gefallen. Wer weiß, dann wäre vielleicht doch irgendwie Augsburg glücklich einer hinten. Also es hätte einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Aber das Bitterste daran hätte ich gar nicht gefunden, dass wir das Spiel zu 10 fertig machen, sondern dass Hinteregger mindestens für Leverkusen noch weiter fehlt. Ja, das wäre in der Tat dann nochmal so das größere Ding gewesen. Ich glaube, da wird er auch einfach nochmal wichtig. Ja, am Ende, ich glaube, man hätte es tatsächlich so oder so auslegen können. Wir hatten ein bisschen Glück und man hat ja dann auch in der Halbzeitpause drauf reagiert. Und er selbst hat ja jetzt im Nachgang auch gesagt, dass er einfach sehr motiviert war, was man, glaube ich, auch nachvollziehen kann. Er hatte ja während seiner Verletzungspause schon immer wieder gesagt, dass er eigentlich nicht so der Mensch ist, der dann da irgendwie sitzt und warten kann, sondern für den das eigentlich nicht schnell genug gehen kann. Und gerade in so einer wichtigen Situation und gegen den Ex-Club ist, glaube ich, da Motivation klar vorhanden und dann hat er sich da, glaube ich, auch selbst dann einfach zurückgenommen. Von daher ist es schon okay. Und er hat es ja dann auch hintenrum wieder gut gemacht. Ihr hattet es ja gerade eben schon angesprochen, dann mit dem Tor, was fällt. Wobei vorher muss man ja sagen, erst hat ja Silva die Kopfballchance nach Flanke von Kostic, der ja dann von, wie heißt der Torwart von Augsburg, Giekewitz, ne? Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Dann gerade noch den Arm hochreißt, wobei man schon sagen muss, der war schon ziemlich mittig geköpft, aber okay. Und daraus resultiert ja dann die Ecke, die in der ersten Situation nichts wird, wo wir aber dann, und das großer Pluspunkt für uns an dem Tag, dann den zweiten Ball bekommen und mit Übersicht handeln und nicht einfach irgendwie mittig aus 35 Metern einfach wild so einen zweiten Ball da drauf rotzen, sondern mit Übersicht den Ball erst nochmal rausspielen und dann rein und dann setzt sich Hinteregger da im Luftkampf gegen zwei durch. Das ist natürlich dann doppelt Frust für die Augsburger Bank, weil der Spieler, der halt den Ball dann da ins Tor hinein brutalisiert, wie wir es ja auch schon mehrmals gesagt haben, eigentlich zumindest aus deren Sichtweise nicht mehr hätte auf dem Platz stehen dürfen. Da waren sie natürlich dann, glaube ich, doppelt bedient an der Stelle einfach. Aber gut, so ist halt Fußball, nicht? Ja, vor allen Dingen auch eine echt geile Flanke von Kamada, ne? Also die von rechts sehen wir sonst selten. Das sind die Dinger, die ein Kostic von links schlägt, die einfach punktgenau, irgendjemand hat letztens gesagt, wie ein Laser reinkommen und genau so eine zwirbelt der Kamada da jetzt im Hinteregger auf den Kopf, schon geil. Vielleicht waren sie auch deswegen ein bisschen nachsichtig, weil sie es halt eben nicht kennen, dass von rechts auch scharfe Bälle reinkommen. Ja, außer nach Ecken. Also es war schon einfach sehr grandios und glaube ich dann auch wirklich sehr befreiend für die Mannschaft, da dieses Ding dann da mitzunehmen, weil es für uns ja dann doch ein sehr wichtiges Spiel an dieser Stelle war. Und danach haben wir es ja dann auch eigentlich ganz gut verwalten
haben dann nach der Halbzeitpause eben gewechselt, Hasebe dann rein, der ja auch nicht von Anfang an durfte, dafür durfte ja Rode dann nach wie vor ran, was wir ja letzte Woche auch schon vermutet hatten, und haben dann auch ein bisschen mehr Zugriff auf das Spiel bekommen, und dann das 2-0 war halt quasi, ja, dieser Laserpass von links, Kostic schickt das Ding rein. Ich habe es mir in der Wiederholung nochmal angeguckt, der guckt ja auch überhaupt nicht, wer da irgendwie in der Mitte ist, der guckt halt einfach auf den Ball und hofft halt, dass, oder geht davon aus, dass halt in der Mitte mindestens einer da ist, der diesen Ball dann verwertet, und Silva macht das ja auch einfach dann rotzfrech. Damit jetzt. Ja, aber ich glaube, sowas nennt man dann irgendwann auch mal eingespielt, ne? Ja, klar. Weil genau dieses Tor, wenn du dir mal alle Tore, die wir diese Saison geschossen hast, zusammenschneidest, siehst du genau dieses Tor in exakt den Positionen bestimmt noch mindestens 5-mal. Also das hat mittlerweile echt schon, also das sollte auch mittlerweile jeder Gegner wissen. Also Silva steht halt oder läuft dann halt auch einfach den Meter immer dahin, der steht immer am zweiten Pfosten, und Kostic spielt eigentlich immer auf denselben Punkt. Das ist schon ganz geil, und deswegen brauchst du am Ende des Tages wahrscheinlich auch gar nicht mehr gucken. Dann hast genau die Flugbahn schon im Fuß einprogrammiert. Da hat er auch oft genug für geübt. Damit Silva jetzt 24. Saisontor. Kostic 13 Vorlagen, Kamada 12 Vorlagen. Also läuft, würde ich sagen, nicht? Was man bei Kamada ja mal sagen muss, das fällt mir in den letzten 2-3 Spielen eigentlich jetzt erst so richtig brutal auf. Der hat ja immer geile Aktionen nach vorne, aber ich finde, was der dazugelernt hat, ist einfach diese Zweikampfstärke im Mittelfeld, wo er selbst dann teilweise einen Konter unterbindet, den Ball erobert, einen Pass nach vorne spielt und damit einfach die nächste Situation einleitet. Also das finde ich beeindruckend, was er da an Qualität dazu bekommen hat. Ja, mega. Ich glaube, das habe ich auch, das war letzte Woche vor dem Gladbach-Spiel, glaube ich, auch angemerkt. Ich habe das Gefühl, dass da Kamada irgendwie, ja, bissiger auch im Defensivverhalten geworden ist, dass er irgendwie auch mehr zeigt, also das, was so viele kritisiert haben, diese lasche Körpersprache, und dann geht er nicht mit zurück, und jetzt macht er das. Also ich finde, er wirkt nicht mehr so lasch, und ich finde, er hat irgendwie erhobenen Kopf, rausgestreckte Brust, und er rennt halt auch nach hinten, wenn er merkt, oh, das war mein Fehler, ich mache das wieder gut. Und mir ist tatsächlich auch schon aufgefallen und gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, auch nicht so Pseudo-Rennen und dann irgendwie einen ungeschickten Zweikampf führen oder so, sondern auch die Art und Weise, wie der am Gegner vorbeiläuft und dann einfach den Fuß zwischen Gegner und Ball stellt, den Ball in die andere Richtung mitnimmt, ist halt echt eine geile Nummer. So hat er, weißt du, was war das Spiel vor Gladbach, wenn ich mir Dinge merken könnte? Da hat er nämlich auch so ein Tor eingeleitet. Ja, das war das 3-0 von Silva, wo er den Ball quasi an der Mittellinie dem Gegner vom Fuß stiehlt und dann in der gleichen Bewegung dann quasi zum Konter ansetzt, um dann Wolfsburg, oder? Genau. Um dann das 3-0, also den Pass in der Mitte dann da auf Silva zu spielen, der dann das Ding 2-0, 3-0, ich meine, es wäre das 3-0 gewesen. Genau, da hat er genau diese Aktion gebracht. Ja, und das ist halt schon geil. Also das macht ihn halt jetzt echt richtig, richtig geil, weil zu Beginn seines Entwicklungsschrittes, den er jetzt gemacht hat, auch so zum Stammspieler zu werden, war ich echt immer auch noch, wie du eben gesagt hast, Patricia, ein großer Kritiker, weil dann ist er so rumgelaufen und dann ab und zu hat er auch aufgehört zu laufen und stand dann da oder ist ein bisschen rumgetrabt, hat sich das Geschehen so angeguckt, und die Situation, finde ich, hat er jetzt gar nicht mehr. Das ist eine andere Körpersprache, das ist eine Giftigkeit, die er sich vielleicht auch ein bisschen von Younes abgeguckt hat, weil der die von Anfang an mitgebracht hat. Also gefällt mir richtig gut. Ja, vielleicht ist es auch Selbstbewusstsein jetzt einfach durch den Erfolg. Also weißt du, dass du weißt, du bist in so einer Mannschaft, die spielt gut zusammen, ihr habt Erfolg, und dass du da irgendwie dann auch reinwächst. Also er ist ja jetzt auch, er kam ja erst zu dieser Saison wieder als Leihspieler zurück, hat einen mega Sprung gemacht, einfach was seine Leistung angeht, aber dieses Selbstbewusstsein auf dem Platz müssen manche Spieler auch einfach erst entwickeln, so dieses, wie sie sich präsentieren. Das hat halt nicht jeder von Anfang an drin. Da ist ja jeder Typ auch anders, aber ich glaube, so langsam kommt es bei ihm auch. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass es daran liegen könnte auch. Ja, es scheint zumindest so in diese Richtung zu gehen. By the way, Dortmund führt 1-0 nach verschossenem Elfmeter im Nachschuss durch Reus. Boah.
Aber gut, that's it. Ja, und wenn wir schon bei dem Thema Elfmeter sind, so einen Elfmeter hatten wir ja gestern im Spiel dann auch. Junge, Junge, ne? Also wenn es nett läuft, dann läuft es halt auch nett für Augsburg so. Ja, 73. Ecke und dann die große Diskussion, Hand oder nicht Hand. Ich war ziemlich der Meinung, auch wenn, okay, der Arm ist oben, weil sich Tuta da aufstützt, trotzdem war ich bei allen Wiederholungen, die ich gesehen habe, der Meinung, der Ball wäre über dieser ominösen T-Shirt-Linie gewesen. Von daher war ich etwas irritiert. Aber zum Glück ist da ja noch Finn Bogason, der in einer, ich nenne es jetzt mal arroganten Art und Weise versucht, diesen Elfmeter zu schießen. Ja, kann man machen. Geht vielleicht mal gut. In dem Fall halt nicht und war halt dann übers Tor. Ja, wobei diese T-Shirt-Grenze, ne, die ist ja eher so ein bisschen ein Ammenmärchen. Sagt wer. Die eigentliche Grenze ist die Grenze der Achselhöhle. Aha. Also da, wo die Achselhöhle aufhört, da den quasi weiterziehst, ja, dann ist da die Schulter zu Ende und der Arm beginnt. Ja, okay. Oh, mein T-Shirt ist nochmal... Das ist meistens länger. 6-7 Zentimeter länger. Ja, von daher, also, keine Ahnung, ich habe sogar früher immer mal gedacht, alles, was quasi ab Ende der Schulter ist, ne, also da, wo es anfängt runterzugehen, ja, und deinen Arm hängen lässt, ne, wo der Knick ist, ja, dachte, da ist schon Hand, aber hab das auch gelernt, dass es mit der Achselhöhle zu tun hat. Okay. Ja, aber von daher, ja. Ja, also das... Am Ende ist ja das war für passiert. Mich ein klareres Handspiel, wie diese so herbeigesehnte rote Karte für Hinteregger. Also von anderen Leuten herbeigerufene. Nicht von mir. So andere, ja, gut, Leute, klar, die alle der Überzeugung wären, das ist rot. Ja. Also das Handspiel, ja. Ne? Ja, ist unglücklich, kann er nichts für. Ja. Wenn du das jetzt so mit der Achselhöhle erklärst, dann ja. Wenn ich natürlich mich auf die bisherigen Erklärungen, wo immer das Wort T-Shirt-Linie fiel, spreche oder davon ausgehe, dann war es für mich jetzt auch kein so klares Handspiel. Aber ist wahrscheinlich dann auch. Was sagt denn das Internet? Das Internet sagt immer sehr viel. Ja. Wo beginnt der Arm hier? Wo genau der Arm beginnt und die Schulter endet, ist amtlich definiert. Die Grenze verläuft bei angelegtem Arm unterhalb der Achselhöhle. Ja, ja, sagen Colinas Erben aber auch, dass es unten an der Achselhöhle quasi die Grenze ist. Und ja, die haben, glaube ich, auch gesagt, dass das halt so schien, dass der Ball halt genau zu gleichen Teilen über und unter der Grenze so in etwa war. Dann also halt direkt so in, ja, so einem, okay, 50-50-Ding. Und dann sagt halt der Schiri ja oder nein. Und er hat halt in dem Sinne gesagt, ja, ist halt jetzt Handelfmeter. Ja, jetzt können wir nochmal anfangen zu diskutieren. Muss der Ball mit vollem Umfang unter dieser Linie sein? Oder sobald er diese Linie berührt? Zu wie viel Prozent muss er unter, ja, dieser Linie sein? Ja, also ich bleibe dabei, ich verstehe diese Handspielregeln nicht mehr. Am Ende ist ja für uns auch nichts passiert. Von daher sei es drum. Köln wertet immer noch die Bilder und genauen Achselbeschaffenheiten bei Tuta aus. Ja, ich weiß nicht, haben die da mittlerweile kalibrierte Linien, was das angeht? Kalibrierte Achselhöhlenlinien? Gibt es sowas? Mit Sicherheit. Die Spieler werden vor Beginn vermessen. Die Achselhöhlen werden genau festgelegt, die Linien definiert, nach Köln übertragen und dann kann man das nachweisen. Also wahrscheinlich haben sie das auf Basis auf der letzten Vermessung in Deutschland gemacht, die irgendwann in den 70ern oder 80ern war. Und damit passt das doch sowieso alles schon nicht mehr. Ja, und Tuta ist ja auch Brasilianer, ne? Bei denen sehen die Achseln nochmal ganz anders aus. Entschuldigung, ja, brasilianische Achseln. Ja, aber seriously, also wer soll denn da verstehen, wo der Arm anfängt und wo er aufhört? Also, dann, ja. Ja. Nee. Also, es ist schon schwierig. Ja, gut, dass ja, aber ich habe jetzt, ich habe keine Quelle parat, aber ich meine gehört zu haben, dass sich nächste Saison die Handspielregel wieder ändert. Meine das auch gelesen zu haben. Ich weiß allerdings noch nicht, in welche Richtung, aber es ändert sich ja sowieso ständig irgendwas. Ich glaube, es soll wieder mehr Richtung, ist es Absicht oder nicht Absicht gehen, oder? Das war das auch so. Hatte ich das so die vernommen. Tendenz. Kann sich, ja, aber auch wieder geändert haben, weiß ich nicht. Ja. Ja. Ich meine, da würde ich auch ehrlich gesagt befürworten, weil, also zum Teil war das ja auch schon sehr, sehr absurd.
Und es ist halt wirklich, also manchmal kannst du ja nichts machen. Was willst du denn tun, wenn dein Arm halt nun mal da ist und du aber auch wirklich nichts dafür konntest und auch jetzt irgendwie nicht einen klaren Vorteil dir verschafft hast dadurch, dann weiß ich nicht, wozu dann der Gegner einen Elfmeter kriegen sollte. Ja, ich meine, vor allen Dingen ist es ja jetzt auch schon schwierig mit diesem von wegen, wurde das Ding irgendwie ungünstig abgelenkt, so vom Oberschenkel prallt das Ding hoch und dann ist es mal Elfmeter, mal ist es kein Elfmeter. Dann macht es ja auch viel mehr Sinn zu sagen, so ey, war das Absicht? Oder ist das halt einfach, oder diese alte Variante, wie man es hat, ist das eine unnatürliche Körperbewegung oder ist es das nicht? Ja, dass wenn ich falle, dass ich versuche, mich mit dem Arm abzufangen, dass ich, ist normal, wenn ich springe, dass ich versuche, da irgendwie Schwung zu holen. Ja, dass der dann nicht irgendwie 18 Kilometer über dem Kopf sein muss, ist auch klar. Ich glaube, damit sind wir doch in der Vergangenheit irgendwie gut gefahren. Das haben doch alle irgendwie drin, sowohl die Spieler als auch die Schiedsrichter, warum da jetzt versuchen, irgendwelche pseudo-korrektierten Regeln zu machen. Also macht überhaupt keinen Sinn. Ja, vor allen Dingen dieses angelegte Arm, ne? Also ich meine, guck dir doch mal an, wie absurd mittlerweile Innenverteidiger im 16er in Zweikampf reingehen. Ja. Also ich meine, das ist ja auch nun, weiß Gott, kein Vorteil, wenn du die Arme auf dem Rücken verschränken musst, in den Zweikampf reinzugehen, damit du bloß nicht irgendwoher einen Ball abbekommst und dann einen Handelfmeter verursachst. Ja, also das ist ja dann am besten noch irgendwie aus dem Zweikampf rausfällst mit den Armen auf dem Rücken und dir irgendwie die Schulter brichst, weil du Angst hast, irgendwie mit dem Arm an den Ball zu kommen. Ja, früher auf dem Kindergeburtstag haben wir den Kindern die Hände auf dem Rücken gebunden, um dann irgendwelche Spielchen zu machen, um das zu erschweren. Und im Fußball schaffen wir Regeln, die das dann erfordern. Ja. Aber was waren das für komische Kindergeburtstage? Wurdest du bei Kindergeburtstagen nie gefesselt? Nee. Doch, aber war eher immer derjenige, war der gehänselt worden ist. Das hatte andere Gründe. Ich wurde erst gar nicht eingeladen. Das ist auch eine Variante. Ja, die Variante kenne ich allerdings auch noch. Ja, aber Handspiel nächstes Jahr, um das nochmal ganz kurz hier im Internet recherchiert zu belegen, wie es aussieht. Ein unabsichtliches Handspiel im Vorfeld der regulären Torerzielung wird nicht mehr als Vergehen gewertet. Also wenn nach einem unabsichtlichen Handspiel ein Tor erzielt wird, ist es kein Vergehen. Nichtsdestotrotz ist aber ein unabsichtliches Handspiel, eine Berührung reicht, ein Handspiel. Ich muss gestehen, dass ich die Regel schon wieder nicht verstehe. Wann ist es unabsichtlich? Ist es unabsichtlich, wenn ich meinen Mitspieler mit der Hand voraus in den Ball schubse? Du Fuchs. Ist ja die Frage. Das Handspiel war ja in dem Moment von dieser Person unbeabsichtigt. Ja. Ja. Wahrscheinlich wird es dann als Mannschaftsvergehen geahndet. Wahrscheinlich. Irgendwie mit 48 Tagen Sperre oder irgendwie sowas. Ja, schauen wir mal. Also es wird spannend. Ich bin ziemlich sicher, dass die Kollegen von Colinas Erben uns dann da wieder aufklären werden. Ja, jedenfalls in dem Fall wurde es als Handspiel gewertet. Es gab den Elfmeter, der glücklicherweise verschossen wurde und damit das Endergebnis zu Null war, wo Alex ja gerade eben noch gesagt hat, dass das Seltenheitswert hat. Von daher müssen wir uns ja doppelt freuen. Ich möchte aber nochmal auf eine Wechselsituation und einen damit, wie ich fand, extreme Veränderung im Spielverlauf zurückkommen. Es wurde nämlich gewechselt in der 79. Minute, Jovic raus und Younes rein. Und ich muss erneut sagen, meine Fresse, ist dieser Mensch ein Ballmagnet. Also was der sich an Bällen irgendwo hinten am eigenen 16er erobert hat und dann teilweise schon der Physik trotzend da mit dem Ding am Fuß übers Feld marschiert ist, ist großartig. Das Ding ist ja, ne, ich mag ja gar nicht, also eigentlich möchte ich, dass Jovic der geilste Spieler der Mannschaft wird. Und deswegen fällt mir es aber ganz schwer, eigentlich zu meinem Fazit zu kommen der letzten beiden Spielen, in denen wir auf die Doppelzehn verzichtet haben und stattdessen mit Jovic gestartet sind. Ja. In denen uns die offensive Durchschlagskraft gefehlt hat. Also wir waren gegen Gladbach nicht in der Lage, ein Tor zu schießen oder uns rauszuarbeiten, was nicht daran liegt, dass wir abschlussschwach sind, aber es ist halt einfach, es sind zu wenig konkrete Torchancen rausgespielt worden. Und das Problem hatten wir gegen Augsburg auch und ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, nur der Gegner war halt eben schlechter. Aber das unterm Strich bedeutet es genau das, was du gesagt hast, dass eigentlich es in dem System besser läuft mit Younes und Kamada zusammen. Ja, du hast halt viel mehr Druck in der Mitte, dadurch, dass du halt zwei hast und du hast halt in der Situation, wie du es ja wie gesagt bei Augsburg relativ oft gesehen hast, dass du
dass Kamada sich halt nach rechts orientiert, weil halt der auf rechts spielt, sei es jetzt in dem Fall Chandler oder auch Durm, auch gerne mal so ein bisschen mehr sich defensiv noch orientieren, weil du ja diese Verschiebung hast. Ich wollte gerade sagen, da ist halt auch viel Platz, ne? Also in Dika ja, und Kostic sind halt auch links beide super offensiv unterwegs. Genau, dadurch rutscht halt hinten in der Mitte der mittlere Abwehrspieler so ein bisschen mehr nach links rüber, damit muss Tuta in die Mitte rücken und dann hast du halt auf rechts jemanden, der dann da halt ein bisschen aushilft. Damit rutscht halt aus der Mitte dann ein Zehner nach rechts außen und dann hast du halt in Gladbach und auch jetzt gegen Augsburg dann halt einfach ein Riesenfeld, wo du halt auch keinen Druck auf den Gegner irgendwie ausüben kannst. Und das hast du halt schon irgendwie gemerkt, gegen Gladbach halt noch deutlich mehr als jetzt gegen Augsburg. Wäre tatsächlich die logische Konsequenz daraus, dann wieder zur Doppelzehn vielleicht für die Zukunft zurückzugehen, es sei denn, Patricia hat eine komplett andere Meinung dazu. Ja, ich tue mich tatsächlich immer noch schwer zwischen zwei Zehner oder zwei Stürmer. Ich finde, die letzten beiden Spiele hat das halt tatsächlich nicht so gut geklappt und Younes hat halt wirklich so ein bisschen diesen Schwung mitgebracht, der gefehlt hat. Weiß aber nicht, ob das dann nicht zu voreilig ist, weil davor hat es ja wiederum eigentlich ganz gut funktioniert und wir waren alle begeistert, wie Jovic seine neue Rolle annimmt und so. Deswegen weiß ich das tatsächlich nicht, wird aber noch einen anderen Spieler in den Raum werfen, ein bisschen weiter hinten, auch im Mittelfeld. Rode und Hasebe. Ich weiß nicht, ich habe die Kommentare zum Fußball 2000 Livestream so ein bisschen im Auge gehabt und bei Fußball 2000 haben die Jungs auch ein bisschen drüber geredet. Und da ging es auch darum, ob Rode vielleicht nicht zu sehr dieser Abräumer ist und nicht, also zumindest nicht so gut im Spielaufbau ist wie Hasebe und ob das nicht vielleicht auch fehlt, weil jetzt die letzten Spiele hat ja Hasebe nicht gespielt neben So und ob da vielleicht auch irgendwie was fehlt, einfach der Impuls aus dem defensiven Mittelfeld nach vorne, weil einfach Rode eher diese einfachen Pässe spielt, während Hasebe da auch mehr Ideen hat oder auch mal einen längeren Ball spielt oder ja, einfach ein bisschen kreativer im Aufbau ist. Und ich weiß nicht, wie seht ihr das? Weil tatsächlich habe ich auch so ein bisschen Hasebe-Vermissung ab und zu. Naja, bei mir ist es, also es geht in eine ähnliche Richtung, glaube ich. Mir schaltet sich Rode zu viel in die Achterrolle. Also der geht zu viel mit nach vorne und wenn Rode in der Nähe des 16ers den Ball hat, dann muss ich leider abwinken. So, ne? Also da kommt selten ein gescheiter Pass in die Tiefe. Aufs Tor zu schießen, traut er sich meist nicht. Und wenn er klarer auf der 6 bliebe und so den Kreativpart überlassen würde und mehr auch so den Raum geben würde, um vielleicht auch mal an Kamadas Seite so ein bisschen zu sein, ne? So ein bisschen zu wechseln zwischen neben Rode, neben Kamada. Aber da ist mir ein Rode zu offensiv. Und das macht ein Hasebe nicht. Und wenn, sind seine Pässe besser. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein, es ist so eine Kombination aus beidem. Also es ist mir gegen Augsburg jetzt auch wieder sehr oft aufgefallen, dass wir dann sehr oft mit sehr vielen Mann in der Offensive waren und dann halt viel Raum zwischen unserer ersten Linie und der Abwehr war, den der Gegner dann bespielen konnte. Wie du schon sagst, in dem Fall war dann der Gegner halt einfach schlechter und hat nicht immer was draus gemacht. Und ja, Rode ist jetzt auch nicht derjenige, der halt die weiten Pässe spielt. Ich meine, gut, das Problem stellt sich jetzt gegen Leverkusen nicht, weil Rode hat die 10. gelbe Karte gestern gesehen und darf damit sowieso ein Spiel pausieren. Von daher muss Hasebe wieder rein. Wobei ich gerade gegen Leverkusen finde ich es ein bisschen schade. Weil was Rode ja gut kann, ist so dieser tatsächlich dieser Terrier-Sechser. Ne? Ja, und in Leverkusen klar. Hast du halt auch diese Fein-Fein-Spielerchen. Wenn du denen zu fest auf den Fuß trittst, sind die halt auch super schnell abgefuckt. Das passiert dir gegen Augsburg nicht, da brauchst du das nicht. Ne? Also die kannst du so hart angehen, wie du willst, da wird das nicht passieren. Aber gerade gegen Mannschaften wie Leverkusen ist es oft einfach nochmal ein Pfund, was du mit reinwerfen kannst, wenn du so jemanden hast, der auch ein bisschen ärgert. Ja gut, aber ärgern kann Hasebe auch. Also Hasebe kann da auch gerne mal... Ja, Hasebe ärgert hauptsächlich den Schiedsrichter. Oh, weiß ich nicht. Also ich glaube, der kann andere Spieler auch schon ganz gut ärgern. So ist es nicht. Und er macht halt viel dann auch nochmal mit Spielintelligenz weg und vielleicht auch mit
Ahnung, wo der Ball hingeht, um den Raum vorher zuzulaufen, was ich jetzt gegen Leverkusen auch nicht so schlecht finden würde, weil da wird halt viel über die Außen gehen und wenn du dann schon mal einen hast, der einfach schon mal in den Passweg reinläuft, einfach in der Erwartungshaltung, dass der Ball da lang gehen wird und damit auch in den meisten Fällen recht haben wird, finde ich das so verkehrt jetzt auch nicht. Ja, wobei ich es dann aber tatsächlich geiler fände, wenn Younes noch da ist, weil der hat auch so ein bisschen dieses Terrier-Ding, ne? So dieses von Anfang an nochmal ein bisschen aggressiver reinzugehen, ein bisschen bissiger zu sein. Ja. Ja, wie gesagt, das hat ja jetzt gegen Augsburg, fand ich dann auch mit dem Wechsel dann immer viel funktioniert. Ich meine, gut, er war da natürlich auch sehr frisch und wusste auch, ich habe jetzt irgendwie 10, 15 Minuten, je nachdem wie viel Nachspielzeit gegeben wird, die glaube ich bis heute immer noch nicht angezeigt wurde, wie viel Nachspielzeit es eigentlich geben sollte. Wusste er ja einfach, okay, ich muss jetzt nicht so ewig lang, damit ist er einfach auch doppelt so viel, glaube ich, dann auch gelaufen. Also er war ja quasi 15 Minuten im Dauersprint unterwegs von vorne nach hinten und wieder zurück. Also es war schon sehr beeindruckend. Ja. Aber unterm Strich, die Eintracht 2-0 das Ding nach Hause gefahren und damit dann zumindest stand gestern Dritter in der Tabelle, weil eben Wolfsburg gerade eben erst spielt, die allerdings auch gerade 2-0 gegen den VfB führen. Also man kann sich heutzutage auf echt keinen mehr verlassen. Ja. Und vielleicht hätte das Ganze auch noch ein bisschen anders da ausgesehen nach diesem Gladbach-Spiel. Ich will das jetzt nicht so ewig lange thematisieren, aber so dieses ganze, dieses Gesamtkunstwerk, was man da am Wochenende abgeliefert hat, hat mich schon sehr in den Wahnsinn getrieben. Also ich war sehr demotiviert danach. Was war so eure Stimmungslage? Ja, was soll ich sagen? Genau so würde ich das sagen. Also auch demotiviert ist, glaube ich, auch noch milde ausgedrückt. Ich war schon sauer und enttäuscht, irgendwie so eine Mischung aus beidem. Einfach, weil das halt, es war genau dieses Spiel und wir wussten alle, was passiert, wenn es in die Hose geht. Und dann geht es natürlich in die Hose. So, es war irgendwie einfach auch schon abzusehen, aber es ist dann auch tatsächlich passiert. Und dann auch dieses Wie. Also es war ja nicht, dass man sagt, man kann gegen Gladbach verlieren. Da sage ich gar nichts. Das ist eine starke Mannschaft mit starken Einzelspielern. Die haben sich jetzt auch wieder ein bisschen gefangen. Die sind nicht mehr in ihrem Tief. Die haben ihre Rose-Trauer überwunden. Und es geht wieder. Deswegen kein Vorwurf, dass man gegen dieses Team verliert. Aber dass du dich dann halt auch 4-0 da aus dem Stadion schießen lässt. Das Ergebnis und, ja, also ich habe das Gefühl, nach diesem 2-0, wo ja auch Trapp nicht ganz unschuldig war, weiß er selbst, kann passieren. Ich habe das Gefühl, da war es dann auch komplett gelaufen. Also es war so oder so schon eine schlechte Partie und man hat gar nicht erst reingefunden. Aber ab diesem 2-0 war irgendwie auch dann alles verloren und dann, ja. Hab auch nicht das Gefühl, dass man da besonders viel Lust noch hatte. Also keiner, irgendwie niemand. Der Trainer hatte keine Lust, die Spieler hatten keine Lust. Ich hatte als Zuschauer auch keine Lust mehr und ich war irgendwie einfach froh, als abgepfiffen worden ist. Eigentlich war das ein Spiel, was man gar nicht hätte erst anpfeifen müssen, weil wie du schon sagst, es hatte halt irgendwie gar keiner, nach diesen ganzen Vorgeschichten, Theatergedöns, hatte halt irgendwie so gar keiner Bock auf dieses Spiel und allen voran, glaube ich, auch die Mannschaft war so ein bisschen sehr verunsichert und das ist halt auch im Verlaufe des Spiels nicht wirklich besser geworden. Und da habe ich mich halt im Nachhinein gefragt, hätte man das irgendwie anders da angehen müssen als Mannschaft, um es eben nicht so weit kommen zu lassen. Aber ich bin da auch zu keiner wirklichen Lösung gekommen. Ich glaube, das Wichtigste oder das Wichtigere an dem Thema ist das Spiel jetzt gegen Augsburg gewesen. Weil, also ich glaube auch, große Teile der Mannschaft hat es einfach überrascht, was passiert ist. Und klar hat sich jeder mit Sicherheit vorgenommen, das lassen wir jetzt nicht zu, dass das uns beeinflusst. Am Ende des Tages hat es dann aber doch beeinflusst. Und sowas weißt du halt hinterher. Ja. Du musst vorher viel vornehmen und ich glaube, da ist einfach auch, und es ist ja auch so viel im Vorfeld dumm gebabbelt worden, was mich noch mehr aufgeregt hat. Und das geht ja auch an den Spielern nicht spurlos vorbei. Auf einmal war Hinteregger mit in der Verhandlung, ihr bei uns im Vater meines Freundes, der hier mit im Haus wohnt, ist Gladbach-Fan, der kommt mir jetzt entgegen und sagt, hier, Kostic kommt ja auch zu uns. Na ach, das wird geil. Ich meine, auch denkst du, sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Was ist denn los? Was glaubt ihr denn auf einmal, wer ihr seid in diesem komischen Gladbach? Also war jemand mal in dieser Stadt? Das ist ja, das ist ja ein Desaster, ist das ja. Und was glauben die denn? Die sind 10 Punkte hinter uns. Ach, ja.
Habe ich vor der Sendung gesagt? Du hast keine Energie zum Aufregen, hast du gesagt. Aber nee, regt mich alles mega auf. Ja, aber umso wichtiger, weil meine große Sorge tatsächlich nach dieser Hütter-Verkündung direkt einfach war, bei uns geht jetzt genau das Gleiche los, was in Gladbach passiert ist. Das nächste Spiel, was kommt, ist dann halt auch genau gegen den Gegner, wo der Trainer hinwechselt, das wird verloren und dann geht so eine Spirale los. Und aber mit Absicht. Also dieser Eberl-Grinsekater, er muss mir überhaupt nicht mehr kommen mit, der ist der sympathischste Manager der Bundesliga und so, so ein netter Kerl. Der nervt mich krass. Der hat diese Suppe gerade getrunken. Und dann soll er halt den Hütter nehmen und meinetwegen, wenn er Spaß dran hat, verkündet er es genau vor dem Spieltag. Aber dann halt auch noch nachzutreten und anzufangen, ach ja, hier von der Eintracht gibt es schon ein paar Spieler, an denen wir Interesse haben. Das hat halt einfach das fast zum Über, das war halt zu viel. Und da ist es halt auch einfach nicht mehr fair gewesen. Ja. Ganz schlimm fand ich aber auch, als war, ach ja, das tut mir jetzt auch so leid, weil wir haben ja auch die Eintracht dadurch jetzt geschwächt. Sowas wollen wir ja gar nicht. Und ich dachte mir so, sei bitte, lass es bitte einfach, sag's, weil ganz ehrlich, das will jetzt keiner hören und wir wissen alle, wie aufrichtig das ist. Wir wissen, dass jeder Verein an sich selbst denkt. Das ist klar und das ist ja auch legitim. Sag doch nicht, dass dir das jetzt so leid tut, weil es tut dir nicht leid. Wenn es dir wirklich so leid tut, hättest du es nicht machen müssen. Genau. Ja. Es war auch genau sein Plan. Und das genau auch da zu veröffentlichen, also wo kamen die Infos denn her? Das hat doch Gladbach lanciert. Das lag dann nicht an der Eintracht, dass das da rausgekommen ist. Die Eintracht mit Sicherheit nicht. Ob das Gladbach war, die Vermutung liegt nahe. Ach, auf jeden Fall. Genauso wie es auch Bayern damals dafür gesorgt hat, dass das mit Kovac rauskommt. Das ist ja alles. Verschwörungstheorie, es war Dortmund, weil Dortmund hier die Jagd auf Frankfurt eröffnen wollte. Verschwörungstheorie, es war Wolfsburg, weil die sich Frankfurt vom Hals halten wollen. Ja, da kann sein. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es nicht die Eintracht. Also ich glaube schon, dass da viel auch geredet wird und dass da viel auch schon irgendwie man wusste. Ich weiß auch nicht, wie viel die Mannschaft tatsächlich wusste oder nicht. Ich glaube, die haben das auch immer so ein bisschen im Hintergrund vermutet. Ist natürlich dann diese Situation, dass das alles dann so kurzfristig da rauskommt, hat halt irgendwie immer Auswirkungen auch. Da kann mir erzählen, was man will. Das hat halt immer irgendwie eine Auswirkung, auch wenn ich hier, jetzt mache ich einen großen Sprung, Kollege Bruchhagen da gestern im Heimspiel, der sagt von wegen, ist doch alles vollkommen klar, da ist eine Ausstiegsklausel und die wird gezogen und das ist doch alles fein und das weiß doch jeder und dann findet man sich damit ab und das findet natürlich nicht in den Köpfen statt. Das ist Bullshit hoch 20, natürlich findet das in den Köpfen auch statt. Ja, aber da hat ja auch nie jemand was gegen gesagt. Also meine Kritik geht nicht daran, da ist eine Ausstiegsklausel und die wurde halt jetzt gezogen und fertig, weil so ist es nicht. Ja. Also dass die Ausstiegsklausel gezogen wird, ist überhaupt keine Frage. Aber was dem Ganzen halt erstmal den ersten Geschmack gegeben hat, ist, ich bleibe. So, dann, ich gehe doch. Das war schon so das erste Ungünstige. Dann alle Aussagen, die Max Eberl im Nachgang zu dem Thema noch losgelassen hat, obwohl er die Brühe gerade getrunken hat, waren auch nicht fein. Das Interview nach dem Spiel vom Hütter war alles andere als fein. Also da war ich ja sehr froh, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe noch während des Spiels gedacht von wegen, auch scheiße, warum, eigentlich sind sie doch alle so professionell, warum waren sie nicht so schlau und haben halt einfach entschieden, an dem Tag Hütter nicht an die Seitenlinie zu stellen. Und dann habe ich im Nachgang dieses Interview mitgekriegt und dann dachte ich mir so, ja, das erklärt jetzt wieder, warum sie nicht so professionell waren. Ja, aber um diesen ganzen Ärger jetzt einfach nochmal rauszu, ne, also was ich eigentlich seit 80 Sätzen sagen wollte und mich aber trotzdem immer wieder aufrege, ist, umso wichtiger war dieses fucking Spiel gegen Augsburg und die 3 Punkte da zu holen, um nämlich sofort diesen Negativstrudel zu durchbrechen und jetzt in positive Energie umzuwandeln und zu sagen, so Leute, wir haben 4 Punkte Vorsprung, wenn Dortmund heute gewinnt. Da muss Dortmund jetzt alle Spiele gewinnen und wir können auch locker nochmal eins verlieren und wir sind immer noch vor euch. Wir haben alle Karten in der Hand. Wir haben ein schwieriges Spiel und 2 Spiele, wo man sich bemühen muss, noch vor der Brust. Es ist alles drin, es ist nichts passiert. Ja. Und jetzt einfach Arschbacken zusammenkneifen, so wie wir es gegen Augsburg gemacht haben und das Ding über die Ziellinie bringen. Ja, das war ich. Und ich finde es so immens wichtig,
Also hätten wir gegen Augsburg verloren, wäre für mich die Saison am Arsch gewesen. Dann hätte ich glaube, gar nicht vermitteln können. Nee. Überhaupt genau. Nicht. Nee. Dann passiert halt genau das, was in Gladbach passiert ist. So, und das passiert halt bei uns nicht. Und das ist eigentlich schon wieder unser Sieg. Weil Gladbach konnte es nicht verhindern und wir haben es jetzt verhindert. Ja, absolut. Vor allem gegen Augsburg, das ist halt eine Mannschaft. Wir dürfen nicht vergessen, die hat gegen Schalke verloren. Gegen dieses Schalke, was momentan auf dem Platz steht. Du hättest das nicht vermitteln können, gegen Augsburg zu verlieren. So leid es mir tut, selbst wenn die ein gutes Spiel gespielt hätten mit der Mannschaft nach dieser Saison, das hätte, ich glaube, hier wäre alles explodiert. Also vor allem nach diesem Gladbach-Spiel, nach den Hütter-Aussagen, nach allem. Und das hätte uns einfach nicht gut getan und ich hätte richtig Schiss bekommen, weil dann wäre es, glaube ich, richtig eng geworden. Ja. Aber so ist mir auch tatsächlich egal, wie das jetzt gegen Augsburg zustande kam. Natürlich war noch nicht alles perfekt und natürlich hat man vielleicht noch zu arbeiten an der Offensive. Das war nicht so, wie wir es gewohnt sind aus der Saison. Und mein Gott, alles egal, Hauptsache diese Punkte sind da, das Selbstvertrauen ist da. Hey, wir sind wieder in der Spur, wir können gewinnen. Und wir ziehen das jetzt durch. Wir haben ein Ziel und das erreichen wir. Und ich glaube, das war sehr, sehr, sehr wichtig, wie du schon sagtest. Also das war auf jeden Fall das wichtigere Spiel, vor allem nach dieser Niederlage dann. Ja. Ja, und vor allen Dingen setzt sich halt gar nicht auch irgendwas in den Köpfen fest. Ne, so, es kommt halt gleich wieder ein Sieg. Und ich glaube, dieser Sieg, der hat alles, was an komischen Gedanken oder an Stimmungen, die schlecht waren, einfach gleich wieder aufgefegt, vielleicht nicht ganz eliminiert, aber der hat auf jeden Fall die Grundlage geschaffen, jetzt vielleicht auch einfach all das auszublenden. Und eigentlich, wenn ich mich nicht wieder so aufrege wie gerade, schaffe ich es auch, Hütter und Bobic komplett auszublenden, weil hier passiert gerade was richtig Geiles und das macht ihr zwei Typen mir auf gar keinen Fall kaputt. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige. Da bringt es jetzt auch nichts mehr, sich drüber aufzuregen. Es ist jetzt, wie es ist. Es geht jetzt nur noch um diese verbleibenden vier Spiele. Und wir haben, wie du so richtig schön gesagt hast, es in der eigenen Hand. Es gilt jetzt darum, sich da zusammenzureißen und das, was man halt eben dann erreichen will, nach Hause zu holen. Und es liegt halt einzig und allein an der Einstellung der Mannschaft. Weil der Trainer vermittelt denen jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Okay, vielleicht ein bisschen taktische Einstellung auf den Trainer, auf die gegnerische Mannschaft, aber da geht es jetzt nicht drum, irgendwie Dinge zu erlernen und Taktiken einzustudieren. Da geht es jetzt einfach nur noch drum, mit Wille und mit dem, was man in dieser Saison gezeigt hat, dass man nämlich geilen Fußball spielen kann, diese letzten vier Spiele nach Hause zu fahren. Punkt. Ja, genau so. Ja, finde auch tatsächlich, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen muss, das jetzt auch nicht zu sehr hoch zu pushen. Immer noch, wir haben uns jetzt aufgeregt über diese Hütter-Thematik zu Genüge. Ich glaube, man muss sich da einfach so ein bisschen von distanzieren, weil ich finde auch, Kevin Trapp, glaube ich, hat ein Interview gegeben, wo er auch meinte, dass da vielleicht die ansässigen Medien ein bisschen aufpassen sollten, wie sie schreiben, weil da irgendwie schon wieder alles schlecht geschrieben wurde nach dem Gladbach-Spiel und dass sie sich doch auch freuen sollen, dass die Eintracht auf einem guten Weg ist, jetzt die Champions League zu erreichen und dass sie dann auch über die Champions League berichten können. Und ich glaube, also da sieht man ja, dass das nicht spurlos an denen vorbeigeht. Die lesen das ja auch, die bekommen das ja mit, wie so diese Gesamtstimmung ist. Und ich glaube, je mehr man sich einfach auf diese negativen Dinge konzentriert, desto schlimmer ist es einfach. So, mein Gott, wir müssen es jetzt akzeptieren. Er geht. Ich habe mittlerweile da auch eine ziemlich distanzierte Meinung zu. Also ich habe mich da langsam, nachdem ich so alle Emotionen durch hatte, so ein bisschen abgekapselt davon, weil ich mir denke, mein Gott, das ist das Geschäft. Er geht, dann kommt jemand Neues, aber jemand Neues spielt wahrscheinlich mit uns auch Champions League. Also ja. Herzlichen Glückwunsch an wer auch immer der neue Trainer ist. Viel Spaß, das wird geil. Ja, und viel Spaß Big City Club und hässlichste Stadt der Welt auf, keine Ahnung. 10 Punkte hinter uns. Also. Weiß ich nicht, ist Gladbach überhaupt Stadt oder wird das nicht offiziell noch als Dorf ist, gewertet? Tatsächlich. Stadt. Ja gut, Stadt bist du ja ab 10.000 Einwohnern oder 12.000. Ja, also da sind sie deutlich drüber. Ne? Aber vielleicht kurze Anekdote. Mal vor, keine Ahnung, 5 oder 6 Jahren, vielleicht vor 7 Jahren, hat ein Kumpel von mir einen Camper gehabt und hat gesagt, ey, wir machen einfach diese Saison mit dem Camper lauter Auswärtsfahrten und dann bleiben wir immer 1-2 Tage in der Stadt, gucken uns die Stadt an
Und dann haben wir immer ein cooles Auswärtsspiel, bleiben direkt da und sehen, lernen Deutschland ein bisschen kennen. So. Erste Reise ging nach Freiburg, top Wochenende gehabt, waren da irgendwie an so einem See zum Campen gewesen. Nicht schlecht. Haben uns die Stadt angeguckt, Freiburg echt schön. So, zwei Wochen später fahren wir nach Gladbach. Da ist nichts zu sehen. Da ist nichts. Erst dahin und wir sind einen Tag früher zurückgefahren. Wir sind durch diese Stadt und haben gedacht, ja, okay, wir gucken uns jetzt diese Stadt an. Und also es ist halt einfach nichts da, was du dir angucken kannst. Bist du mal durch Wolfsburg gelaufen und hast versucht, dir da was anzugucken? Das ist ungefähr das Gleiche. Also da hätte ich wenigstens noch eine Scheißführung im VW-Werk gemacht oder so. Das ist richtig. Ja. Das ist aber auch schon das Einzige. Ansonsten hat die Stadt Wolfsburg jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu viel. Ja, aber guess what? Nach unserem Reinfall in Gladbach haben wir uns dann die kommenden Städte mal angeguckt, die dann auch so Sachen waren wie Wolfsburg und so. Und haben dann unser Unterfangen abgebrochen. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja, aber es gibt halt echt so viele Städte, in die du fahren kannst. Keine Ahnung. Was machst du in Gelsenkirchen, wenn du ein Wochenende da bist? Kannst du in den Zoo gehen, der ist tatsächlich ganz geil. Der ist total geil, da war ich schon ein paar Mal. Also da gibt es auch noch anderes Bergwerke und so weiter, was du angucken kannst. Also da hast du wirklich noch ein bisschen was du machen kannst. Aber ja, und dann sagt Adi Hütter, ja, für mich ändert sich außer den Farben, glaube ich, noch gar nicht so viel. Ja, der wurde wahrscheinlich von Eberl am Flughafen abgeholt und direkt ins Stadion gefahren. Mehr hat er nicht gesehen. Ja, aber wir haben doch jetzt von Patricia gelernt, wir haben jetzt alle Emotionen einmal durch. Ah ja, Ich habe die heute im Schnelldurchlauf gemacht. Ich habe nämlich heute mir die letzte Fußball 2000 nochmal angeschaut. Heimspiel, Bundesliga und die Pressekonferenz. Also ich bin heute durch diese ganzen Emotionen noch zweimal durchgewürfelt. Für mich reicht es dann jetzt auch. Ich habe ja von Anfang an zur Aufzeichnung schon gesagt, ich bin gar nicht mehr. Du hast keine Energie mehr, dich aufzuregen. Nee. Sehr schön. Ja, und damit verbleiben jetzt noch 4 Spiele für uns und für die anderen, obviously. Also zumindest für die direkten Konkurrenten, Hertha und so weiter, haben wir noch ein paar Spiele mehr. Und wenn man sich das Programm nochmal anguckt, bevor wir jetzt gleich auf Leverkusen gucken, würde ich mal sagen, können wir mit einem gewissen Optimismus, also jetzt nicht hier totaler Schludrian, aber zumindest mit einem gewissen Optimismus rangehen. Also wir spielen am Wochenende gegen Leverkusen und damit gegen einen direkten Verfolger. Ihr wisst sicherlich auswendig gegen wen. Was aber geil ist, parallel, oder ich glaube vorher, mittags, wir haben das Abendspiel, glaube ich. Wir haben das Abendspiel, korrekt. Genau, mittags spielen Dortmund gegen Wolfsburg. Da wollte ich drauf hinaus, da haben wir nämlich schon das Erste. Ah ja, sorry. Das hat Dortmund noch nicht gewonnen. Und selbst wenn sie es gewinnen, dann hilft es uns, was das Thema Wolfsburg angeht. Also auch da wieder so ein Pluspunkt für uns. Weißt du denn auch am Spieltag danach, gegen wen dann da Dortmund spielt? Ja, jetzt hast du mich. So gut bin ich jetzt auch nicht vorbereitet. Patricia weiß das aber bestimmt. Meins? Ich wusste es vor ein paar Wochen nach Leverkusen. Nee, Leipzig. Leipzig. Ah ja, ich wusste, dass es irgendjemand von oben sein muss, aber genau. Ist Leipzig auch ein Tag vor uns, das heißt, es hilft uns zumindest auch mal, dass wir zumindest wissen, müssen wir 200% geben oder reichen vielleicht auch 150, während wir gegen Mainz spielen. Und Leverkusen spielt zeitgleich mit Dortmund übrigens gegen Bremen an dem Spieltag. Dann kommt der vorletzte Spieltag, da spielt Dortmund dann gegen Mainz. Ja, und Leverkusen gegen Union, das haben die meiner Meinung nach auch noch nicht gewonnen. Und Wolfsburg spielt wiederum gegen Leipzig, das hat Wolfsburg auch noch nicht gewonnen. Also je nachdem, wie halt die weiteren Spiele gehen und wie viele Punkte sich tatsächlich Leipzig dann vielleicht nach irgendwohin noch ausrechnen kann oder auch nicht. Und dann am letzten... Warte mal, während ich dir so zuhöre, sehe ich uns langsam auf Platz 2. Ja, das jetzt vielleicht nicht. Also wir spielen am vorletzten Spieltag gegen Schalke, die haben jetzt ja auch nichts mehr zu verlieren. Also, nee, wir wollen ja jetzt auch nicht arrogant werden. Ne? Nee. So, das, also Platz 3 würde mir tatsächlich schon reichen. Ja, diese scheiß Quali, ey. Ja, und ne, ist doch gar nicht mehr Quali. Ja, 3 nicht. Deswegen sage ich ja, ne, 3 wäre geil. Vier doch ne? auch nicht. Was? Ich krieg ja gar nichts mit. Nein, wir haben doch gar keine Quali mehr. Wir haben uns doch in dieser 5-Jahres-Wertung oder 10-Jahres-Wertung so weit nach oben geschoben, dass wir doch gar keine Quali mehr haben für Champions League. Ja. Ja, dann. Ist direkt Gruppenphase, ist vollkommen egal. Deswegen ist es auch irrelevant, welchen Platz man dann genau, letztendlich einnimmt. Genau, egal, ob Dritter oder Vierter, schlechter werden darfst du halt nicht, weil dann ist halt, ne? Ja, ist ja super. Mitte Mai ist die Saison zu Ende und Ende April habe ich dann auch mal gerafft, wie das funktioniert.
Also, Platz 1 ist Meister. Ne? Platz 2 ist erster Verlierer. 3 und 4 ist Champions League. 5 und 6 ist Euroleague. Und Platz 7 wäre Conference League, wenn der Pokalsieger unter den ersten 5 ist. Irgendwie so war das, ne? Also einer von denen da oben, was jetzt auch durchaus möglich wäre. Also damit wäre jetzt aktuell Gladbach, glaube ich, da, ne? Auf Platz 7, wenn ich richtig die aktuelle Tabelle lese. Genau. Ja, crazy. Also, das wäre die Nummer, genau. Und letzter Spieltag waren wir gerade eben noch, Dortmund spielt gegen Leverkusen, also dann nehmen sich gegenseitig die Punkte weg und wir spielen gegen Freiburg. Schalke. Oh. Nee, Freiburg. Schalke ist vorletzter Spieltag. Wir beenden die Saison gegen Freiburg. Also von daher, haben wir, glaube ich, ein jetzt nicht zu unterschätzendes Schlussprogramm, weil ich glaube, auf die leichte Schulter nehmen darf man da keinen. Aber nee, also die Spiele rangehen mit, ich bin mir schon sicher, dass wir durch sind, sollten wir nicht. Never ever. Aber das Restprogramm der anderen sieht härter aus. Und das ist auf jeden Fall machbar. Und wie gesagt, wenn man aus dem Augsburg-Spiel jetzt einfach diesen Spirit mitnimmt, zu sagen, so Leute, komm auf, wir bringen, egal was hier um uns rum passiert, dieses scheiß Ding über die Zielgerade. Yes. Dann, das wäre so wichtig. Wäre extrem wichtig, weil es halt auch nochmal eine Botschaft ist, auf jeden Fall an Spieler, die heute da sind, die den nächsten Schritt gehen wollen, die sich da zumindest irgendwie nochmal stärker ins Schaufenster stellen können. Es wäre auch wichtig für neue Spieler, die man verpflichten will, und es wäre vor allen Dingen auch wichtig für die Finanzen, weil wie zu erwarten war, natürlich das Geschäftsjahr in dieser Saison jetzt nicht so rosig war wie in den Jahren davor. Wir haben keine großen Transfers, es fehlen viele Zuschauereinnahmen und du hast halt einfach schon mal mit der Prämie oder den Prämien, die du bekommst, dass du allein an dieser Gruppenphase teilnimmst, schon mal ein bisschen Grundgehalt im Topf, mit dem du halt einfach arbeiten kannst. Ja, absolut, ne? Also wir kriegen aus der Gruppenphase mehr Geld, als wir als Halbfinalist in der Euroleague uns hart erkämpft haben. Das musst du mal reinziehen. Ja. Und du bist ja auch nicht komplett chancenlos. Also je nachdem, was du halt für Mannschaften kriegst, kannst du dich ja da zumindest auch nochmal ein bisschen präsentieren. Also von daher. Guck dir die Euroleague-Saison an, ne? Also haben wir fast nur gegen entweder sonst Champions League spielende Vereine gespielt oder die aus der Gruppenphase Champions League runtergegangen sind. Ja. Also mit ein bisschen Losglück ist da schon das noch ein Spielchen hinter der Gruppenphase drin. Ja, ich sehe schon kommen, wir haben am Ende dann irgendwie eine Gruppe mit PSG, Liverpool und Inter oder sowas. Oder Juve. Aber schauen wir mal. Da reden wir dann nach dem 34. Spieltag, was unsere Wunschgegner für die Champions League wären. Das könnt ihr euch schon mal in die Kalender schreiben, dass wir darüber sprechen. Jetzt lass uns aber mal ganz konkret auf Leverkusen gucken. Das ist nämlich der nächste Gegner am Samstagabend, 18.30 Uhr. Wir sind das Topspiel. Müssen, wie gesagt, gegen Leverkusen ran. Rode fehlt, gesperrt, weil 10. gelbe Karte. Dafür wird vermutlich dann Hasebe wieder reinkommen. Hinti wurde ja ausgewechselt und hat damit keine Sperre und darf auflaufen. Leverkusen hat jetzt keine neuen Verletzten oder Sperren, die gehen da auch relativ gleichbleibend jetzt erstmal in dieses Spiel rein, haben aber halt auch. Aber wie starteten ihr vorne? Um nochmal die Jovic-Yunus-Diskussion an den Start zu bringen. Das wäre jetzt mein Punkt gewesen mit dem Thema der Aufstellung. Ich bin jetzt mal hier ruhig. Nehme mir die ganze Zeit das ist ja alles gut. Mensch. Ich habe da tatsächlich eine klare Meinung. Ich würde nur Patricia den Vortritt lassen wollen. Das ist die heiße Kartoffel, die hier rund geht. Ja, schwierig. Ich versuche gerade zu überlegen, was am sinnigsten ist auf den Gegner. Mit Blick auf den Gegner. Wobei ich mir denke, soll man sich so sehr auf den Gegner fixieren oder vielleicht auf sich selbst? Und keine Ahnung, aber... Philosophiefrage. Ja, es... Vielleicht sollte man einfach mal versuchen, wieder ein bisschen kreativer nach vorne zu sein und dann auch die zwei Zehner aufzustellen. Wenn das nicht klappt, kann man ja immer noch Jovic reinwerfen. Also warum nicht? Obwohl es mir, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, es tut mir weh, einen Jovic auf die Bank zu setzen, weil der ja jetzt auch nicht allzu lange bei uns bleiben wird. Also aller Voraussicht nach geht er ja einfach zu Real zurück und dann ist er wieder weg. Und ich hätte das gern einfach weiterhin, dass wir ihn noch sehen können.
Aber ja, also so einen Younes würde ich auch gerne sehen und einen Kamada rauszunehmen, weiß ich nicht, ob man das irgendwie rechtfertigen kann. Also ich sehe es jetzt gerade irgendwie nicht. Deswegen, ja, vielleicht für mehr Kreativität, sagen wir es mal so, 2 Zehner. Aber dann lass uns die Frage nochmal gerade um eine Sache erweitern. Also die Trainerin Patricia stellt Younes auf. Und was glaubt Patricia, was der Hütter macht? Ja, also Hütter kann ich mir vorstellen, dass er weiterhin die Doppelspitze behält, weil ich glaube, er hat auch, war das nach dem Gladbach-Spiel, wurde er auch drauf angesprochen, ist das vielleicht mit der Doppelspitze doch nicht so gut? Und dann hat er auch irgendwie ganz klar gesagt, ja, das hat jetzt einmal nicht so gut funktioniert, aber davor haben wir ja auch mit Silva und Jovic gespielt und das hat gut funktioniert, wo er recht hat. Hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er da jetzt nicht allzu viel umwirft und einfach den beiden weiterhin vertraut. Also ja, ich glaube, irgendwie Hütter geht mit der Doppelspitze. Ja, zack, die heiße Kartoffel komplett abgekühlt. Ich bin in beiden Punkten bei dir. Ja, ich leider auch. Also ich würde tatsächlich auch mit der Doppelzehn spielen. Zum einen, weil du halt mehr Kreativität nochmal hast und weil, wie gesagt, du halt die Möglichkeit hast, dass halt einer von den beiden auch so ein bisschen nach außen ziehen kann, auf die rechte Seite, wo ich erwarte, dass prinzipiell gegen Leverkusen viel Platz sein wird, dadurch, dass die ja auch immer sehr hochstehende Außenverteidiger haben und so weiter. Von daher wäre das dann die logische Option, ohne dass du halt diesen Raum in der Mitte so komplett offen lässt. Ich gebe halt auch einfach davon aus, dass Hütter wenig wechseln wird und jetzt maximal eben diesen Switch machen wird, Rode raus, dafür Hasebe rein und vielleicht wieder Durm auf rechts und das war es dann auch schon. Also mehr Varianten werden wir dann da nicht sehen. Ich bin mir ja noch nicht Durm mal sicher. Durm auf rechts gehe ich schon fast von aus, weil ja. Ich glaube, Chandler war ja jetzt auch nicht so gut gegen Augsburg, also könnte mir vorstellen, dass es wieder zurück auf Durm geht. Ja, also ich glaube, Chandler war an der Stelle. Ich glaube, das war auch einfach eine Rotationskiste, genau. Die jetzt der englischen Woche geschuldet war, dass wir die drei Spiele in, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich so eine Kombination aus Rotation wegen englischer Woche und eben nochmal Chandler, der auch vielleicht so ein bisschen als Antreiber da fungieren sollte, nach diesem Rückschlag gegen Gladbach einfach dafür zu sorgen, dass da einer ist, der halt auch so ein bisschen nochmal zusätzlich pusht. Und von daher hat er seinen Zweck erfüllt und seine Aufgabe gemacht und das war er dann jetzt auch. So. Ehrlich gesagt habe ich auch mit beiden Varianten, also Zehner oder Doppelspitze, keine Bauchschmerzen. Also mir geht es einfach nur darum, ja. Hauptsache der Spieler spielt, der irgendwie heiß drauf ist, der im Training irgendwie am besten performt hat und wo der Trainer denkt, hey, der Junge macht's an diesem Wochenende. So, das ist mir am wichtigsten und dass du einfach nicht diese dummen Ballverluste drin hast. Also ich finde, davon hatten wir zuletzt zu viel. Diese unkonzentrierten Ballverluste, die dich dann in so brenzlige Situationen bringen, weil das wird noch mal gefährlicher als gegen Augsburg. Und Augsburg ist schon gefährlich oft vors Tor gekommen. Gegen Leverkusen sehe ich da tatsächlich schwarz, wenn du da irgendwie den Ball dumm vertändelst. Die sind halt noch einen Ticken schneller als die Augsburger. Und die haben auch eine gewisse Qualität im Kader. Da ja, würde ich mich tatsächlich nicht sehen. Mich, mein Herz und mein Kreislauf auch nicht. Also ich glaube, es wäre sehr schön, wenn man da so ein bisschen Ruhe im Spiel hat und einfach sehr, sehr konzentriert auftritt. Aber dann ist ja die nächste spannende Frage, die sich dann anschließt. Wen lässt du dann auf der 10 spielen? Du hast auf der einen Seite einen Younes, der halt, ich weiß nicht, wie er im Training ist, weil man das jetzt vielleicht auch zu wenig dann verfolgt gerade, aber der zumindest ja nach seiner Einwechslung in Augsburg da absolutes Motivations- und Energiemonster war. Und dann hast du auf der anderen Seite aber einen Kamada, der halt auch mit 19 Scorerpunkten diese Saison schon dasteht. Was macht ja, jetzt Trainerin Patricia? Hat er halt auch, Kamada hat jetzt auch eine Vorlage gemacht. Kamada hat, nehmen wir Gladbach raus, gegen Wolfsburg getroffen. Und eine Vorlage gemacht? Ja, spricht halt schon viel für ihn. Ich weiß nicht, es wird ja auch irgendwie einen Grund für diesen Switch gegeben haben, als dann Hütter gesagt hat, nee, ich bringe jetzt Kamada für Younes. Und irgendwie muss es ja, vielleicht war Younes einfach nicht ganz fit, dann hatte der ja noch die Länderspielpause und alles. Und dann hast du halt, also das Problem ist, also beziehungsweise Problem, das Luxusproblem ist, du hast
zwei sehr gute Zehner und du hast nur einen Platz in dem System, wenn wir mit der Doppelspitze spielen und du hast halt jede Woche diese Wahl. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss, weil du hast halt Qualität gegen Qualität und ich glaube, es ist, sobald einer ausfällt und der andere dann spielt, spielt er sich sehr, sehr schnell fest und dann muss der andere sich irgendwie wieder reinbeißen mit irgendwas. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, das spornt auch beide so ein bisschen an. Also, ja, um deine Frage zu beantworten, ich wüsste nicht, warum man Kamada jetzt tatsächlich rausnehmen sollte. Alex, wie siehst du das? Genau, so gibt's halt echt, also ich bin da komplett deiner Meinung. Younes bringt halt, wenn er neben Kamada spielt, ein bisschen was an Galligkeit noch mit rein, die mir immer gut gefällt. Aber auch das, haben wir ja ganz am Anfang auch gesagt, kompensiert mittlerweile in Kamada, indem er das selbst auch ein bisschen mitpraktiziert und vor allen Dingen auch sehr erfolgreich, ohne dabei faul zu spielen, gefällt mir echt gut. Für mich gibt's auch kein Argument gegen Kamada, der macht auch nicht den Eindruck, irgendwie überspielt zu sein oder bla bla bla. Von daher, ja, sehe ich da überhaupt keine Notwendigkeit zu wechseln und bin da eher auch so ein bisschen never change a winning team. Aber ich würde tatsächlich auch Younes den Vorzug von Jovic geben, weil er halt schon echt auch gegen Augsburg blass war. Ne? Also da waren wenig Akzente, die er gesetzt hat. Ja, es ist halt tatsächlich dieser abgedroschene Spruch. Es ist nicht eine Entscheidung gegen Younes oder gegen Jovic, sondern für Younes oder Jovic, weil ich habe bei keinem dieser Spieler ein richtiges Argument zu sagen, nee, der gehört mal auf die Bank, das gefällt mir gar nicht. Ich finde auch bei jedem irgendwie Vorzüge und ich finde auch Younes ist ein absolut geiler Spieler und wenn sie jetzt sagen, wir gehen mal mit der Doppelspitze, tut es mir auch weh, Younes auf die Bank zu setzen, weil der hat mir so, so gut gefallen, als er gespielt hat und als Kamada auf der Bank war. Ich hatte sehr, sehr viel Freude an dem, auch seine der ist technisch so gut und der klebt, wie René schon vorhin gesagt hat, der klebt am Ball, das ist ja der Wahnsinn, also keine Ahnung, es ist sehr, sehr schwer und das klingt dann irgendwie immer so hart, wenn man sagt, ach ja, nee, aber ich würde den auf die Bank setzen, aber es ist irgendwie tatsächlich gar nicht so eine Entscheidung gegen irgendjemanden. Du musst halt dich für jemanden entscheiden und ich glaube, deswegen ist es auch dieses Never Change a Winning Team. Du hast jetzt halt einen Lauf und warum solltest du ja jetzt groß was verändern, wenn es halt momentan so klappt? Das ist dann halt so diese Gretchenfrage, die du vorhin ja auch hattest, stelle ich mich dann halt auf meinen Gegner ein bisschen mehr ein oder bleibe ich halt einfach bei meinem System und bei meiner eingespielten Elf? Das ist dann halt immer so ein bisschen die Herangehensweise und das ist, glaube ich, schwierig zu beurteilen. Ich wollte mich auch nochmal bei Ndika bedanken, dass er sich nicht die 10. Gelbe abgeholt hat gegen Augsburg. Ich glaube, der hat auch 9 mittlerweile. Der hat auch 9, ja. Und ich bin sehr froh, dass er gegen Leverkusen spielt, weil die Schnelligkeit von ihm, da hätte ich sehr ungern drauf verzichtet. Ja. Also zumal ja auch Hasebe dann für Rode rein muss und nicht in die Innenverteidigung kann, was bedeuten würde, dann wäre Ilsanker wieder drin, was nicht schlecht war zuletzt, aber ob du jetzt Ndika oder Ilsanker hast von der Geschwindigkeit, ist schon ein Unterschied. Ja, ich glaube, Hinti wäre dann auf links gewesen. Hinti wäre dann wahrscheinlich auf links gewesen und Ilse in der Mitte, wobei du natürlich auch gucken musst. Jetzt ist er ja Hinteregger am Dienstag, also gestern ausgewechselt worden, auch hauptsächlich wegen der gelben Karte. Aber du musst halt auch sagen, der hat jetzt 4 Wochen, 5 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr gerade so genau, keine wirkliche Spielpraxis. Klar, die halten sich dann auch fit und er war in der Reha, aber so 90 Minuten halt auch durchrennen, ist die Frage, dann wäre es halt auch gut, nochmal eine Option zum Wechseln zu haben. Und die ist halt, wenn Ndika dann fehlt und Hasebe schon für Rode ran muss, hast du halt nicht mehr so wirklich Optionen. Also wen willst du dann da hinten noch hinstellen? Sei denn, du schiebst halt Hasebe nach hinten und stellst halt jemand anderen neben So, wo wir dann halt auch wieder das Problem haben, dass du nicht so wahnsinnig viele Optionen hast. Zum Beispiel, aber dann bist du halt wesentlich offensiver und weniger in der Defensive. Dann hast du halt 2 offensiv denkende Achter und hast halt wieder da keinen. Dann bist du wieder mit vollem Mann vorne. Also. Das würde ich tatsächlich, also ich würde es auf gar keinen Fall jetzt gegen Leverkusen ausprobieren wollen, aber das würde ich mir gerne mal angucken. Weil, hatten wir doch also wann immer Rustic reinkam, hat er mir gefallen. Ja, hatten wir aber das nicht gegen Hoffenheim? Aber ich habe den Eindruck, dass
Hatten wir das nicht gegen Hoffenheim dann nach den Wechseln, wo dann Rustic und So beide auf der 8 gespielt haben? Oder war das gegen Schalke? Nee, ich Schalke glaub, haben das wir war ja. Gegen Hoffenheim. Ja. Muss doch Hoffenheim gewesen sein, gell? Ja. Da fand ich das auch gar nicht so verkehrt. Ist halt mega offensiv. Wir haben es ja vor ein paar Wochen hier auch schon mal besprochen. Also ich habe da ja schon gesagt, ich halte das für eine Option. Es ist halt wahnsinnig offensiv. Das kannst du halt gegen Leverkusen überhaupt nicht bringen. Ja, aber das scheint auch in Hütters Gedankenwelt gänzlich anders auszusehen, weil Rustic ist keiner der ersten Optionen beim Einwechseln. Ne? Also da kriegt sogar ein Zuber, dem ich nicht den Vorzug geben würde, immer eher noch mal ein paar Einsatzminuten, bevor ein Rustic auf den Platz kommt. Ja. Leider richtig. Aber gut, ne? Wird seine Gründe haben. It is, wie it is. Das heißt, unsere einzigen Wechsel in der Aufstellung sind die offensichtlichen, nämlich Hasebe für Rode und Durm wieder auf rechts anstatt Chandler, weil das eher hier, sagen sie es, englische Wochenrotation war. Ja, also unsere wäre ja dann auch noch die Younes Jovic-Nummer. Genau, also wenn du nach unserem also gehst, ja, aber wenn wir... Wir hätten 3 Änderungen. Wir glauben, dass Hütter 2 Änderungen haben wird. Korrekt. Ja, dann schreibe ich das jetzt mal so in der zu erwartenden Hütter-Aufstellung daher nieder. Notieren Sie. Ich habe notiert. Genau. Ja, kann auch ein gänzlich anderes Spiel sein. Also ich finde, Gladbach war so ein Hänger, Augsburg war ein bisschen besser, aber hing immer noch so ein bisschen. Wer weiß, vielleicht findet man auch wieder zur alten Stärke zurück und dann ist auch Jovic, glaube ich, wieder ein ganz anderer Spieler. Weil der hatte schon auch echt gute Szenen, bevor halt dieser Durchhänger war, jetzt bei Gladbach. Apropos Gladbach. Mal schauen. Wir haben gerade eine 2-0-Führung hergeschenkt. Ja. Hoffenheim hat 2 Tore aufgeholt. Schauen wir mal. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass Union zumindest noch ein Tor schießt. Ja, Max Kruse ist doch immer für irgendwie so einen Sonntagsschuss zu haben. Also warum nicht? Warum nicht heute? Warum nicht heute, genau. Ja, also das würde bei uns extrem viel Druck vom Kessel nehmen, ne? Das wäre schon, ganz cool. Aber gut, harren wir der Dinge, sind noch ein paar Minuten. Genau. So, dann hätte ich aber gerne mal noch Tipps von euch hier für unser kommendes Spiel gegen Leverkusen. Und Frau Alex hat sich hier zuerst reingeschrieben, deswegen darf sie anfangen. Habe ich es mir schön versaut. Ja. Ich schwanke tatsächlich ein bisschen. Hast du noch getrunken? Ich hätte gerne getrunken. Meine Zuversicht hält sich noch ein bisschen in Grenzen. So dass ich fast geneigt wäre, unentschieden zu tippen. Also, dass wir da ohne Punkte wegfahren, glaube ich nicht. Dass wir in Leverkusen gewonnen haben, kann ich mich aber nicht so dran erinnern. Ich kann mich aber dran erinnern, wie ich mit dem Basti im Gästeblock stand, den Tränen nahe und wir mit einem 3-0 im Koffer nach Hause gefahren sind und eigentlich eine geile Auswärtsfahrt hatten. Ja, was sei denn da jetzt? 2-2. 2-2. Ich bleib bei meinem Unentschieden. In Leverkusen 3 Punkte zu holen, ist eine massive Aufgabe. Mit einem Punkt wäre ich zufrieden. Das wird auf jeden Fall unsere Position stärken. Punkt. Also ich habe es gerade eben mal geguckt. In den letzten 10 Spiele in Leverkusen, sieht die Tendenz gar nicht gut aus, hätte ich vielleicht gar nicht drauf gucken. Es waren sehr hohe Niederlagen jedes Mal. Also du sagst 2-2, Alex. Ja. Trainerin Patricia. Ich bin auch bei einem 2-2. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, sag nicht 2-2, sag nicht 2-2. Dann hat sie 2-2 gesagt, aber ich bleibe jetzt auch beim 2-2. Ich glaube, man kassiert nicht nur ein Tor, was ja ein 2-2 impliziert. Ich glaube aber auch mal daran, dass die Eintracht sich trotzdem Punkte mitnehmen will und dann müssen sie halt auch 2 Tore schießen. Ich kann es jetzt nicht ändern. Okay, also du sagst auch 2-2. Ja. Ich bin ein bisschen optimistischer und sage, das wird so ein ganz ekliges Spiel und am Ende ist es ein 1-0 für uns. Das Hinspiel war ganz gut gegen Leverkusen. Also
Ja, aber das war es ja letztes Jahr auch, ne? Das ist haben ja das die nicht Problem. Letztes Jahr irgendwie, haben die nicht letztes Jahr direkt erster Spieltag oder so, 3-0 oder so zerlegt? Das war richtig, richtig gut, ja. Und dann fährst du auswärts nach Leverkusen. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was mitbekommen. Ja. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, also weiß ich nicht mehr. Ist schon raus aus meinem Langzeitgedächtnis. Ich möchte es auch gar nicht mehr wissen. Ja, weil besser ist das, genau. Ich weiß nur, dass es immer schmerzhaft war. In Leverkusen. Gladbach hat übrigens noch das 3-2 kassiert, wollte es nur noch mal angemerkt haben. Bitte. Ja, Mitleid hält sich in Grenzen, ehrlicherweise. Bam. Ja. Für mich ändern sich nichts außer die Farben. Doch, du musst dich dran gewöhnen zu verlieren. Haben wir aber ja am Wochenende auch. Also, ne? War aber auch erst die vierte Saisonniederlage. Also muss man halt dann auch nochmal dazu sagen, so Gesamtsaisonbilanz technisch nur 4 Niederlagen diese Saison. Es gibt nur eine Mannschaft, die weniger Niederlagen bislang hat und das sind die Bayern. Ist jetzt schon, glaube ich, so von der Gesamtbilanz her bis hierhin nicht verkehrt. Aber gut, schauen wir mal. Ist ja noch nicht rum, sind ja noch ein paar Spieltage. Also, damit haben wir unsere Tipps und unsere Aufstellung und dann hat sich ja noch mehr am Wochenende getan, was auch vielleicht so den ein oder anderen an Fußballromantik glaubenden Menschen unter uns so ein bisschen erschüttert hat. Alex, du hast im Vorfeld gesagt, du hast von der Super League nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Was hast du denn mitbekommen? Was habe ich mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass irgendwann alle gesagt haben, es gibt jetzt eine Super League. Und irgendwann habe ich gelesen, dass die ersten Vereine ausgetreten sind und jetzt gibt es sie wohl doch nicht mehr. Das ist so grob die Zusammenfassung. Also es war ja für Montag anberaumt eine Champions League-Reform oder die Abstimmung über die Champions League-Reform. Und daraufhin wurde ja in der Nacht von Sonntag auf Montag dann dieses Super League-Statement veröffentlicht. Es gab eine Aber Presse. Wer hatten das veröffentlicht? Die Vereine. Die Vereine, die mitmachen, also die genau, zwölf... diese 12 Gründungsvereine, die da waren, haben alle mehr oder weniger ein Pressestatement über ihre Kanäle veröffentlicht. Also es hatte sich ja so ein bisschen angedeutet und die haben es dann tatsächlich relativ zeitnah, so wie ich das mitbekommen habe, alle über ihre Kanäle veröffentlicht, meistens halt irgendwie auf Twitter beziehungsweise auf deren Pressestatement-Seiten und parallel dazu wurde dann auch die Internetseite thesuperleague.com oder .de veröffentlicht und hat halt dann für dieses große Aufsehen gesorgt. Zum einen, dass sowohl ehemalige Spieler als auch teilweise ja aktive Spieler sich mehr oder weniger kritisch geäußert haben, genauso ehemalige Trainer oder halt amtierende Trainer mehr oder weniger kritisch die Fans Sturm gelaufen sind und natürlich dann sich die UEFA genötigt gefühlt hat, in einer gigantischen Drohgeste hier alle möglichen Dinge aufzufahren, eben von Ausschluss aus Wettbewerben bis hin zu, dann dürfen eben die Spieler, die bei euch spielen, nicht mehr für ihre Nationalmannschaften bei irgendwelchen EM-WM-Dingern auftreten. Da waren sich auf einmal UEFA und FIFA sehr einig, was das Thema angeht. Haben groß rumgemeckert, dass das ja Verrat am Sport und am Fußball und an dem Wettbewerbsgedanken wäre und dass sie alle von der Gier getrieben wären, um dann irgendwie 20 Minuten später eine Champions League-Reform zu beschließen, wo es auch nur darum geht, irgendwie doppelt so viele, nee, dreimal so viele Spiele zu zeigen und irgendwelche alternden Vereine, die, weil sie mal 5 Jahre geil in der Champions League waren, ihnen quasi so eine Wildcard zu erteilen. Also da ist dann auch irgendwie, wie ist das, dieses Sprichwort mit den Propheten und so weiter, ich weiß es nicht, aber da haben sie sich jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich geil dahingestellt. Also es gibt da keinen großen Gewinner in dem Thema. Und daraufhin haben ja jetzt mehrere Vereine, also die englischen allen voran, sich wieder aus diesem Thema zurückgezogen. Und da stelle ich mir tatsächlich so ein bisschen jetzt halt auch die Frage, war das so schlecht geplant? Also wir reden ja hier davon, dass das 12 große Vereine sind. Ich meine, gut, die sind alle mega verschuldet. Es sind ja, also es sind ja eigentlich nicht 12, ne? Sondern es gibt ja schon seit, keine Ahnung, an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz den Hinweis,
Max mit seinem Podcast 11 Leben greift auch das Thema ganz hervorragend auf. Da kann man sich die Folgen 11 und 12 mal anhören. Da geht es nämlich um die Jahre ab 2000, wo er unter anderem auch ein bisschen erklärt, wie sich damals diese G14 zusammengefunden hat, wo nämlich genau diese 12 Vereine plus Dortmund und Bayern drin sind. Ja. Die halt auch irgendwie glauben, sie sind eigentlich die Ausgeburt des Fußballgotts persönlich und müssen gegenüber FIFA und UEFA die Rechte von den großen, wichtigen Vereinen vertreten. So. Und die haben ja mit Sicherheit auch nicht erst seit gestern diese Super League als Idee. Ne? Also ich meine, da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen, wo dann auch, keine Ahnung, auf einmal aus USA 5 Milliarden Dollar kommen, um das Ganze zu finanzieren und in dem Fall waren es jetzt ja nur 3,5, die irgendwie eine US-amerikanische Investmentbank da quasi so als Grundmittel irgendwie reinstellt. Ja, keine Ahnung. Komplett disqualifiziert eigentlich, weil die planen an sowas in der Art seit 20 Jahren. Die haben seit 20 Jahren die Vorstellung, dass sie geiler wie alle sind und deswegen was anderes wie alle brauchen. Aber seit 20 Jahren gärt dieser Gedanke in den Köpfen der Menschen. Und dann machen sie es und zwei Tage später sagen sie, aha, sorry, da hat jemand auf Twitter den falschen Knopf gedrückt. Nee, wir machen da natürlich nicht mit. Wollt ihr mich also für wie dumm haltet ihr mich? Aber genau das ist der Punkt, den ich halt nicht verstehe. Also ich kann mir nicht vorstellen, fangen wir so rum an, dass die halt an diese Idee glauben und dass die das Thema durchdrücken wollten, trotz aller Widerstände. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die über dieses Thema Gegenwehr von den Fans so wenig drüber nachgedacht haben, dass die innerhalb von 48 Stunden einen Großteil davon direkt den Rückzieher macht. Also die haben sich das doch auf dem Vorfeld überlegt. Das ist kein Rückzieher. Das ist einfach hier, es muss wieder Ruhe reinkehren. Schreibt es mal, wir machen da nicht mit. Und dann setzen wir uns zusammen und überlegen nochmal. Diese Idee gärt seit 20 Jahren, die ist nicht innerhalb von 48 Stunden weg. Ja, aber denen das muss ist jetzt einfach nur mal bewusst sein, dass sie da nicht so wahnsinnig viele Chancen haben. Also das haben was die sich doch ja auch Vorfeld schlimm überlegt. Finde ist, die werden es immer wieder probieren, ja. Einfach weil, guck doch mal, wie die UEFA auch reagiert hat, als Man City, glaube ich, war es, hat gesagt, hey, wir machen da doch nicht mit. Und dann schreibt die UEFA irgendwie sowas wie, ach, wir sind so froh, dass sich Man City doch irgendwie unserer guten Fußballfamilie anschließen will. Also irgendwie sinngemäß war das so ein Lob dafür, dass die da wieder rausgehen, anstatt zu kritisieren, dass die überhaupt in erster Linie in diese Liga eingetreten sind. Also das war wieder komplett vergessen und in dem Moment merkst du doch als Clubboss auch, ich kann machen, was ich will, die küssen mir danach den Hintern, wenn ich wieder zurückkomme. Von ja, daher, das ist ja das, was der Grundgedanke dieser Vereine stärkt, ne? Also eigentlich hat die UEFA gesagt, ich weiß, also ich brauche euch halt auch und eigentlich ihr seid schon geiler wie alle anderen und schön, dass ihr wieder bei uns seid. Eben. Und das Ding ist halt auch, dass sich die UEFA und FIFA auch jetzt darstellen wie der Retter des Fußballs persönlich, während sie die Champions-League-Reform durchdrücken, ohne dass das irgendjemand will. Und dann stellen die sich aber da, als wäre das jetzt die gute Seite. Nein, es sind beide Seiten beschissen. Egal, auf welche du gehst, du wirst drunter leiden letztendlich, vor allem als kleiner oder mittlerer Verein. Und das ist halt die Scheiße an der ganzen Sache. Es ist egal, welche Seite jetzt gewinnt, in Anführungszeichen, besser wird's nicht. Also, ja. Aber um die Verschwörungstheorien mal wieder zu bemühen, vielleicht war es ja auch einfach so, dass die UEFA gesagt hat, hier, könnt ihr mal über eure Super League was berichten, weil wir wollen unsere Champions League Reform verkünden, kritisieren das nicht so viele Leute. Ja, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber dann hätten sie sich damit ein wahnsinniges Ei ins Nest gelegt, weil ich jetzt von sehr vielen Fanorganisationen schon gelesen habe, dass genau das Gegenteil jetzt irgendwie der Plan ist, die nämlich festgestellt haben, so okay, wenn wir hier laut genug sind und wir Fans haben doch noch eine gewisse Macht, dann nehmen wir uns jetzt als nächstes nämlich genau diese Champions League Reform vor und versuchen mal da drin so ein bisschen zu rütteln. Also ich weiß ja, nicht, ob sie sich aber damit ich glaube, da ist die UEFA eher so ein bisschen, was juckt die Eiche, wenn sich die Sauern hier kratzt. Ja, das Geilste, was ich dann vorhin auch gelesen habe, dann sind wir auch wieder bei dem Thema,
bei dem Thema Verschwörungstheorien, dass nämlich die UEFA angeblich jetzt schon an einer viel weiteren Champions League-Reform arbeitet, also die anscheinend festgestellt haben, okay, Geld ist dann doch das, was zieht, und jetzt irgendwie eine noch größere Champions League aufziehen wollen, wo sie jetzt eine andere Investmentbank an der Backe haben. Und unter anderem stand in dem Artikel bei Transfermarkt nämlich auch drin, dass an diesem Plan auch Bayern und Paris schon mit involviert werden. Das würde nämlich dann auch erklären, warum sie sich bislang nicht zu dieser Einladung, zu dieser Super League geäußert haben, weil sie ja an dem größeren Fisch dran sind. Also das würde ja alles irgendwie passen. Also der Verschwörungstheorie 2000. Paris ist doch sowieso sehr, sehr eng verbandelt mit, ist es UEFA oder FIFA? Ich glaube mit FIFA. Also ja. Ich glaube, die wurden wohl auch gar nicht angefragt für die Super League, weil die sowieso wussten, die sind auf der anderen Seite. Doch, die werden da gar nicht teilnehmen, und ja, Bayern und Dortmund haben sich großzügigerweise dagegen entschieden. Ja, also laut diesem Gründungspapier, was ja dann auch irgendwie über Stern oder Spiegel oder irgendwas geleakt wurde, wurden diese drei Vereine, also Dortmund, Bayern und Paris, schon auch eingeladen und hatten diese 30-Tage-Frist. Nur dass Paris halt einfach so schlau war zu sagen, wir halten jetzt einfach mal die Klappe und gucken mal 2 Tage, was passiert, bevor wir hier irgendwas tun, bevor wir irgendein Statement raushauen. Ich glaube, Paris findet sich einfach noch geiler als alle die zusammen. Gruppe der Geilsten. Ja. Die machen so eine eigene Liga mit genau. sich selbst. Mit sich selbst, ja. Hier, die gehen mir alle echt so auf. Das ist doch, Mann, Leute, spielt doch Fußball, ey. Wir gehen in die Super League, und dann sagt die UEFA, oh nein, bitte nicht, ihr seid doch die großen Vereine, und dann sind die großen Vereine so, aha, ja, ich weiß, ihr braucht mich, und das ist auch Selbstbeiräucherung auf einem ganz hohen Level, ey. Ja, ja, natürlich. Das ist unfassbar. Ja, natürlich. Und es wundert mich auch nicht tatsächlich, dass da auch ein Florentino Perez von Real ganz, ganz oben an der Spitze dieser Super League ist mit seinem verschuldeten Verein. Also in Spanien werden ja sowieso die Vereine, ja, die können sich ja unendlich verschulden und es juckt niemanden, die bekommen ja Lizenzen bis zum geht nicht mehr. Dass das irgendwann schief geht und der Verein irgendwann keine Kohle mehr hat, wer hätte das denken können? Und wer hätte dann geglaubt, dass die irgendwas Neues brauchen, um sehr, sehr, sehr viel Geld zu machen? Und dann kommt die Super League. Naja, wer hätte das gedacht, dass dann ganz vorne mit dabei die spanischen Vereine sind? Die auch bislang, glaube ich, ja noch nicht gesagt haben, dass sie von dem Thema wieder zurücktreten, ne? Also da habe ich zumindest noch nichts gehört. Ich habe eben irgendwas gelesen mit Italien und Spanien. Das sind die einzigen beiden, die jetzt noch da drin sind. Das war zumindest das Letzte, was ich gelesen hatte. Ja, ich glaube, die haben doch auch gesagt, die wird nicht stattfinden, einfach die Super League, weil zu viele ausgetreten sind. Ja gut, müsste es dann ja jetzt andere... Also ich glaube, das wurde jetzt irgendwie, hat das nicht Agnelli oder wer auch immer bekannt gegeben, und gesagt, hey, Super League wird nichts, wir sind zu wenige, also es gab zu viele, die gegangen sind. Ja, wie willst du das jetzt auch machen? Da wären ja dann demnach noch drei spanische Vereine, Atletico, Real, Barcelona waren noch drin und Juve. Das waren doch die 4, die noch übrig waren. Also, und Milan, Inter, oder? Inter, glaube ich. Milan, AC. Achso, dann die 5. Okay. Ja gut, dann machst du da halt... Einer von den beiden auf jeden Fall. Ja, machst du halt irgendwie, weiß ich nicht... 4 Startplätze werden ausgelöst, der 5. kriegt halt einfach irgendwie so seine 200 Millionen und die anderen spielen halt untereinander sich Halbfinale, Finale, spielen Platz 3 aus. Also wäre halt auch total uninteressant. Ja, also total Banane. Naja, aber also ich habe es gerade nochmal geguckt, ne, gibt ja auch mittlerweile ein Statement der Super League, die sagen, wir werden die angemessenen Schritte erwägen, um das Projekt umzugestalten. Oh, ne? Ja, ist halt jetzt mal so ein Drohszenario aufgebaut, was trotzdem medial... wird trotzdem kacke. Also ja. Macht euch doch nicht die Mühe, keiner will das. Mein Gott, das ist auch die absolut größte Frechheit, ist, dass auch Trainer ja komplett schockiert, also das war ja, also das Klopp-Interview zum Beispiel, das hat ja den Anschein gemacht, dass der überhaupt keinen Plan hatte, dass da überhaupt irgendwas im Hintergrund läuft und genauso das aus den Medien erfahren hat wie alle anderen. Ja, die Spieler ja wohl auch. Respektlos des Todes, wenn da die Trainer sind, die Spieler sind, die eigentlich deinen Verein, die für deinen Verein an vorderster Front in Anführungszeichen arbeiten, dass die da überhaupt kein Mitspracherecht haben und dann vor vollendete Tatsachen gestellt werden, das ist ja einfach lächerlich. Also, ach hier, weißt du, am Ende ist es mir auch egal, die sollen ihren Scheiß machen, wie sie glauben, dass sie es müssen, und Grüße an Jürgen Klopp, wir suchen gerade einen Trainer, wenn du keinen Bock auf den Mist hast. Ja, ich glaube, der wäre zumindest gehaltstechnisch so ein bisschen drüber.
Der hat da jetzt abgesahnt. So, der kann ja jetzt doch langsam mal immer wieder in ruhigere Gefilde. Ja, ich weiß nicht, ob das bei uns unbedingt ruhiger wäre, aber... Ruhigere Gehaltsgefilde. Ach so, so rum meinst du das jetzt? Ja. Bescheidener. Bescheidener. Bescheidener, ja. Das ist der Überfluss ist nicht alles. Manchmal geht es einem auch einfach besser, wenn man ein bisschen weniger hat, aber trotzdem noch gut leben kann. Ich glaube, das könnte man ihm tatsächlich hier bieten. Ja, schauen wir mal, wie jetzt dieser ganze Hickhack da weitergeht. Diese Champions League-Reform haben wir jetzt ja auf jeden Fall an der Backe. Nicht, dass uns das, wenn die gilt ab 23, glaube ich, oder ab 24, nicht, dass uns das dann wahrscheinlich großartig irgendwie interessieren könnte. Aber ja, ist, weiß ich nicht. Ich halte da irgendwie alles nicht so wahnsinnig viel von. Böse Überleitung, die mir jetzt gerade hier noch einfällt, ebenfalls davon nichts halten tut Schalke, aber das wäre tatsächlich fies. Schalke nach 30 Jahren jetzt gestern tatsächlich dann nach der Niederlage gegen Bielefeld abgestiegen. Ich habe einen schönen Tweet gestern dazu gelesen, der war so sinnhaft. Du steigst nach 30 Jahren an einem Dienstagabend nach einer Niederlage in Bielefeld ohne Fans ab, ohne dass du dich mit einem treffen kannst und ohne dass du richtig saufen kannst, weil du am nächsten Tag arbeiten gehen musst. Naja, ganz ohne Fans ist Schalke ja nicht abgestiegen. In Bielefeld schon. Ja. Also, man kann jetzt über Schalke sagen, was man will, aber das ist schon so ein Abstieg, der tut, glaube ich, doppelt und dreifach weh. Es hat sich angedeutet, aber jetzt, wo es final da ist, also ich muss schon sagen, meine Fußball... Zeit, an die ich so gesamthaft zurückdenken kann, war Schalke immer irgendwie dabei und wir wissen ja aus eigener Erfahrung, wie so ein Abstieg ist. Wir haben den ja ein paar Mal auch schon mitgemacht. Ist schon scheiße. Also tun mir auch alle Fans von dem Verein mit all dem Scheiß, den sie da in den letzten Jahren mitmachen mussten. Das ist jetzt so die Krönung, die halt echt wehtut. Ja, das war ja auch eine Saison. Also du kannst absteigen und du kannst dann auch noch so absteigen. Das war... Du hast ja irgendwie das schon die ganze Saison geahnt und du weißt es, das wird nichts mehr. Und aber dummerweise hast du diesen Funken Resthoffnung noch bis zu einem bestimmten Punkt. Und selbst wenn diese Hoffnung weg ist und es ja rechnerisch trotzdem noch möglich ist, willst du dich ja von dem Gedanken fernhalten und du schiebst es so vor dir her, bis diese Meldung kommt, es ist jetzt besiegelt, man ist jetzt abgestiegen und dann prasselt, glaube ich, alles nochmal auf dich ein. Das muss richtig scheiße sein. Ich will es mir nicht vorstellen. Absteigen ist immer scheiße, vor allem wenn du dann aber auch noch so Sorgen um den Verein haben musst. Da geht ja nicht nur der Abstieg schiefgelaufen, da ist ja einiges im Argen. Also das bröckelt ja komplett auseinander und ich will mich nicht reinversetzen. Also ich will das nicht fühlen müssen, was gerade Schalke-Fans fühlen. Das ist muss scheiße sein und auch wenn der Verein, klar, der Verein hat es verdient, man kann es nicht anders sagen, das ist mit der Leistung klar, aber trotzdem, du willst es als Fan jetzt auch nicht hören. Du willst, glaube ich, auch gar nicht unbedingt das Mitleid anderer Vereine. Ich glaube, du willst einfach in Ruhe gelassen werden. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Schauen wir mal, dass sie vielleicht zumindest nur das eine Jahr da unten bleiben und dann wieder hochkommen. Ja, so meine Hoffnung ist irgendwie auch der HSV, weil irgendwer muss das ja auch kompensieren. Du kannst jetzt nicht Schalke runterschicken und dann kriegst du niemanden dafür. Also Bochum. Ja, aber der HSV, der macht einfach schon wieder HSV-Dinge, ne? Ja. Also ich kann das ja sogar als Nicht-Fan schon gar nicht mehr mit angucken. Da musst du auch die Krise kriegen, ey. Das hast du auch gesagt, die gehen ein Jahr runter und kommen dann wieder hoch und jetzt sind die da, glaube ich, im dritten Jahr und verkacken es jedes Mal auf den letzten Metern und du denkst dir so, was ist denn mit euch los? Also die haben ja auch schon ewig rumgeeiert, bis sie endlich abgestiegen sind, wo man gedacht hat, das hat sich ja angekündigt, jahrelang. Und jetzt kündigt sich jahrelang an, dass sie aufsteigen, aber sie steigen nicht auf. Sie machen es einfach nicht. Und man fragt sich, woran liegt's denn? Ihr seid doch offenbar, habt ihr ja eigentlich die Leistung. Also die schaffen es ja bis zu einem gewissen Punkt, und dann auf den Aufstiegsplätzen zu stehen. Und dann hauen die so Spiele raus, wo du denkst, warum macht ihr das? Also das ist ja unerklärlich. Ich gucke tatsächlich nicht viele HSV-Spiele, aber wenn man das dann liest, HSV hat wieder eine Führung aus der Hand gegeben, dann denkt man sich, das kann doch, also das ist doch Satire mittlerweile, das kann doch nicht sein. Ja, ja spannend. Also HSV hat ja, glaube ich, noch zwei Nachholspiele. Eins mindestens, ich meine aber es wären zwei, ne?
die sie jetzt noch haben. Die spielen ja morgen gegen Sandhausen. Ein Nachholspiel. Denen fehlt jetzt das eine von dem Spieltag, weil sie erst morgen spielen und dann müssen sie noch ein Nachholspiel haben. Also mal gucken. Aber ja, wird auf jeden Fall interessant. Ja, wie das da so weitergeht. Gut. Haben wir noch aktuelle Themen oder habt ihr noch Dinge, die ihr empfehlen wollen würdet? Nö, also ich habe ja meine erneute Empfehlung für 11 Leben nochmal rausgehauen. Ja, bist doch da auch mittlerweile vom Max für bezahlt, oder? Ich finde, der hat das richtig gut gemacht. So, mein Problem ist nur, ich habe mir zum Beispiel die letzte Folge am Samstag angehört. Ja, hast du ja gesagt. Genau, und da ging es um das Auseinanderfallen des Kirchimperiums, bei dem dann auch nochmal Dinge rauskamen, die ich entweder nie wusste oder verdrängt habe. Und dann verliert die Eintracht gegen Gladbach und dann gibt der Hütter so ein Interview. Also am Samstagabend war für mich Fußball gestorben, also Profifußball. Und ich habe mich schon nur noch am Spielfeldrand von Rot-Weiß Walldorf gesehen, anstatt in irgendwelchen Fußballstadien dieser Welt. Ja. Kann ich in Teilen tatsächlich nachvollziehen. Also es ist gerade echt schwierig zu ertragen. Ich glaube, das liegt einfach in Summe daran, dass das vorhandene Energielevel gerade sowieso bei sehr vielen sehr niedrig ist. Aber das ist ein anderer Themenkomplex, den wir jetzt an dieser Stelle nicht aufmachen wollen würden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und einen Haken dran an die Folge für diese Woche, die ausnahmsweise eben an diesem Mittwoch und nicht an diesem Dienstag stattfand, wegen englischer Woche. Und gucken noch die letzten Minuten von Dortmund oder was auch immer und melden uns dann in der nächsten Woche dann nach aller Voraussicht wieder am Dienstag und sprechen hoffentlich über mindestens einen Punkt, hoffentlich sogar drei Punkte gegen Leverkusen und halten weiterhin an diesem großen Traum Champions League fest und wünschen euch bis dahin eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Bis dahin, macht's gut. Hey!